Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich muss mal kurz überprüfen, ob man mich hört. Ja, tut man wunderbar. Ich hoffe, man sieht das hier auch gerade, den Bildschirm. Das müsste eigentlich, ja, müsste zu sehen sein. Und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Lesung, die ich ja gestern angefangen habe. Ich wünsche dir, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, erstmal an dieser Stelle nochmals ein frohes neues Jahr 2022 und wünsche dir natürlich alles Glück, alles, was man so an Erfolg kriegen kann und so weiter und so fort, dieser Erde und uns allen, dass das Jahr 2022 definitiv eigentlich in jeder Hinsicht besser wird als das Jahr 2021. Natürlich habe ich auch 2021 super Sachen erlebt, aber es ist ja doch immer ein bisschen überschattet worden durch das Thema Corona und hoffen wir mal, dass wir das so schnell wie möglich abhaken können. Ich habe mich übrigens gerade frisch gestärkt mit, da ich werde jetzt keine Kochvideos machen, aber nur mal zur Info, mit Nudeln mit Schinken in Anführungszeichen, weil heute ist der erste Tag meines vegetarischen Monats, des sogenannten Veganuary. Genau, ich hatte Nudeln mit Schinken heute zum Mittagessen, also Schinken in Anführungszeichen, denn was Schinken heißt, also hier im Titel quasi Schinken heißt, war tatsächlich Räuchertofu. Also mit Nudeln, Olivenöl, Räuchertofu, neutralem Pflanzenöl, Sojasahne, frisch gehacktem Liebstöckel, fein Tiefkühlerbsen, wobei ich keine Tiefkühlerbsen genommen habe, sondern welche aus dem Glas, weil die es meiner Ansicht nach genauso gut machen. Und ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer für diejenigen, die das interessiert. Das hier ist keine Werbung oder so, aber nur zur Info, man kann sich jederzeit kostenlos da anmelden und kriegt dann so eine Info-Mail. Man kann dann auch sagen, wann man losfliegen will, entweder jetzt sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt. Und ich weiß auch gar nicht, ob das nur im Januar geht oder ob das auch wann anders geht. Und da kriegt man halt ein paar Rezepte zugeschickt, unter anderem per E-Mail und ein paar Informationen, was vegan denn eigentlich heißt, worauf sich das alles im Leben bezieht und so weiter und so fort. Genau, so viel dazu. Aber das bezieht sich natürlich hauptsächlich auf veganes Kochen. Ich glaube, es ist extrem schwierig, wenn überhaupt machbar, hundertprozentig vegan zu leben. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich stelle mir das sehr schwierig vor. Schon allein, weil das mit Sicherheit ein sehr teurer Lebensstil wäre und ich weiß nicht, wie viele Leute sich den leisten können. Jetzt geht's aber weiter mit Freak, Kapitel 13, Chop Suey. Früher dachte ich immer, ach so, kleine Info noch, was ihr hier seht, oder was du, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, hier siehst, ist meine alte Schule, die Ernst-Barlach-Schule in München. Und zwar hat das einfach den Hintergrund, weil es hier in der Geschichte ja um einen Jungen geht, der eine Behinderung hat und das eine Sonderschule ist. Und ja, ich war mal auf einer Sonderschule. Das hat was damit zu tun, dass ich unter anderem ADHS habe. Und eigentlich ist diese Sonderschulen hauptsächlich gedacht für Leute, die eine ausgewiesene Behinderung haben. Das hatte ich zum Zeitpunkt, als ich auf diese Schule kam, nicht. Allerdings hat man mich da zum Glück hin vermitteln können. Und dann später bekam ich auch einen Schwerbehindertenschein, wodurch ich dann auch tatsächlich ausgewiesen war. Ich war auch tatsächlich nicht der Einzige, der keinen Schwerbehindertennachweis hatte und trotzdem auf dieser Schule war. Auf einigen meiner Klassenkameraden traf das auch zu. Und das wirft halt natürlich immer wieder Erinnerungen so, bringt halt immer wieder Erinnerungen hoch, wenn man sich dann so alte Sachen anschaut. Ich habe auch noch ein paar alte Sachen von meiner Schule. Aber natürlich auch, wenn man so Online-Bilder sieht oder sowas. Die Schule hat sich inzwischen ein bisschen verändert. Das hier scheint nicht mehr der aktuelle Look zu sein, aber dazu komme ich dann später. Ich werde nämlich, während ich hier vorlese, mein bisschen in den Bildern wechseln. Aber so sah diese Schule auf jeden Fall aus. Also das ist quasi die aus der Schräge her, aber so eine quasi Frontalansicht.
So sah die Schule aus, als ich noch drauf war. Und was hier hinter dieser Glasfassade direkt ist und hier aufgrund der Spiegelung der Fenster nur so ein bisschen angedeutet ist, sind Rampen. Denn diese Rampen waren für die Vor und solche Rampen sind für Rollstuhlfahrer gedacht, wurden allerdings von den anderen auch benutzt, muss man sagen, aber sind eigentlich vornehmlich für Rollstuhlfahrer gedacht. Dahinter ist noch viel mehr, dahinter sind dann die Klassenzimmer und dahinter gibt es dann auch eine Treppe, ein Treppenhaus und auch ein Fahrstuhl. Also das Ding hatte quasi wirklich alles. Also das war vollkommen behindertengerecht. Es gab Behinderten-WCs, was heutzutage eigentlich, wie ich finde, ein Selbstverständnis sein sollte. Es gab Rampen, es gab Fahrstühle, oder ein Fahrstuhl zumindest. Ich glaube, es war einer, aber der hat auch normalerweise gereicht. Obwohl, Moment, es gab mehrere Gebäudeteile. Das heißt, es gab auch mehr als einen Fahrstuhl. Okay. Aber in dem Gebäudeteil, das wir hier jetzt sehen, gab es, glaube ich, einen Fahrstuhl. Aber es gab auch ein Treppenhaus, also alles Mögliche. Und seien wir mal ehrlich, meistens haben die Leute diese Rampe genutzt. Genau. Und die geht hier halt so. Ich zeig das jetzt, versuche das jetzt mal ein bisschen mit dem Mauszeiger zu zeigen. Also einfach dem Mauszeiger folgen. Die geht hier so runter. Dann geht die hier weiter runter. Dann geht die da weiter runter. Dann geht die da weiter runter. Also da so. Und dann geht die da runter. Genau. Eine riesengroße Rampe. Mit mehreren Zwischenebenen natürlich. Da ging es dann zu den Stockwerken. So, jetzt aber. Chop Suey. Früher dachte ich immer, diese Schauergeschichten über Freitag, den 13. wären bloß dummes Gefasel. Aber jetzt erfahre ich am eigenen Leib, was da alles passieren kann. Es ist Oktober und bis jetzt ist alles ganz gut gelaufen. Besser, als ich jemals erwartet hatte. Freak und ich bilden eine Einheit und sogar Mrs. Donnelly gewöhnt sich allmählich an uns, sagt sie, womit sie auf ihre Weise zu verstehen gibt, dass Freak ungefähr zweimal so schlau ist wie sie und auf jeden Fall mehr Bücher gelesen hat. Dauernd sagt sie Sachen wie, Kevin, wir wissen, dass du die Antwort weißt, schließlich weißt du immer die Antwort. Würdest du also so nett sein und einem anderen auch mal eine Chance geben, zum Beispiel deinem Freund Maxwell? Freak sagt, er weiß die Antwort, Mrs. Donnelly. Ja, Kevin, da hast du sicher recht, denn du hast ja immer recht, aber ich würde zur Abwechslung wirklich gern einmal Maxwell selbst sprechen hören. Maxwell? Maxwell Kane? Das ist blöd, denn da spielt es für eine Rolle, ob ich die Antwort weiß. Wenn ich sie nicht weiß, erfahre ich sie von Freak, und er erklärt das viel besser als Mrs. Donnelly, so gut, dass ich es verstehen kann. Jedenfalls hebe ich bloß lächelnd die Schultern und warte einfach ab, bis Mrs. Donnelly die Sache zu bunt wird und sie einen anderen fragt. Tatsächlich weiß ich die Antwort. Johnny Tremaine hat sich deswegen so unmöglich benommen, weil er sich bei einem dummen Unfall die Hand verbrannt hat. Und das weiß ich, weil Freak mir mal gezeigt hat, wie man ein ganzes Buch liest und dass das alles irgendwie sogar vernünftig ist und zusammenhängt, während es vorher für mich bloß ein Haufen Wörter war, der mich nicht interessierte. Mein Nachhilfelehrer im Lesen, Mr. Meehan, sagt Sachen wie, Max, die Tests haben immer gezeigt, dass du weder leseschwach noch lernbehindert bist und jetzt hast du es schließlich selbst bewiesen. Wie du weißt, hihi, war ich persönlich schon immer der Meinung, dass du schlicht und einfach zu faul und ziemlich bockig bist und keine Lust zum Lernen hast. Wenn das häufige Zusammensein mit Kevin dir hilft, deine Einstellung und deine Fähigkeiten weiter zu verbessern, finde ich das großartig. Mach weiter so. Mr. Meehan hat dann auch mit Mrs. Donnelly gesprochen und sie gebeten, nicht mehr zu versuchen, mich vor der Klasse zum Reden zu bringen. Stattdessen wartet sie nun, bis wir allein im Lesesaal sind und stellt mir die Fragen dort und ich sage ihr die Antworten. Kapiert hat sie aber immer noch nicht und immer wieder fängt sie damit an. Aber Maxwell, wenn du zu mir sprechen kannst,
kannst du doch auch zu deinen Klassenkameraden sprechen, richtig? Falsch. Großer Unterschied. Erklären kann ich das auch nicht, nur dass mir eben der Mund viel zugenäht ist, sobald mehr als ein oder zwei Leute dabei sind, von einem ganzen Klassenzimmer voll ganz zu schweigen. Na schön, du bist zu schüchtern, um in der Öffentlichkeit zu sprechen, aber geht das auch, wenn ich dich bitte, die Antworten aufzuschreiben? Wenn du lesen kannst, kannst du auch schreiben, richtig? Wieder falsch. Das Lesen hat Freak mir beigebracht, indem er mir gezeigt hat, dass Wörter bloß Stimmen auf Papier sind. Aber solche Wörter aufzuschreiben, das ist etwas ganz anderes. Freak kann sagen, was er will. Schreiben ist nicht dasselbe wie sprechen. Und wenn ich einen Stift in die Hand nehme, kommt mir die Hand plump und riesig vor und der Stift wie gekochte Spaghetti oder so und rutscht mir dauernd weg. Mrs. Donnelly sagt, gut, das soll für heute reichen. Sie ist zufrieden, dass ich lesen kann. Aber das mit dem Schreiben werden wir noch üben müssen. Stimmt's, Maxwell? Und als sie das sagt, nicke ich nur und sehe weg. Denn für mich denke ich, vergiss es, da wird nie was draus. Wie Freak gesagt hat, Lesen ist was ganz Ähnliches wie Zuhören, und Zuhören kann ich immer. Aber Schreiben ist was Ähnliches wie Sprechen, und das spielt in einer ganz anderen Liga. Auf jeden Fall hat am Freitag, dem 13., gerade die erste Stunde angefangen, als aus dem Büro des der Direktorin folgende Durchsage kommt: Maxwell Kane, bitte im Büro melden. Schluck. Als Freak und ich zusammen losgehen wollen, sagt die Lehrerin: Nein, Kevin, du bleibst hier. Mrs. Addison hat eindeutig gesagt, dass Maxwell allein kommen soll. Freak will schon anfangen, sie zu bequatschen, überlegt es sich dann aber anders, schubst mich an und flüstert: Nenn ihn nur Namen, Rang und Dienstnummer. Streite alles ab. Wenn du um 10 Uhr 0 Minuten nicht zurück bist, organisieren wir einen Rettungstrupp. Er will mir sein Wörterbuch mitgeben, falls ich bei Mrs. Addison auch mal ein paar schwere Wörter ausprobieren möchte. Aber ich bin schon so nervös, dass ich da allein hingehen soll, dass ich nur noch einen einzigen Gedanken habe. Die wollen mich in die Förderklasse zurückschicken. Wenn sie das tun, werde ich davonlaufen, das habe ich längst beschlossen. Dann lebe ich lieber irgendwo im Wald und manchmal springe ich raus und erschrecke die Leute. Jedenfalls nehme ich Freaks Wörterbuch nicht mit, weil mir die Hände zittern und ich es fallen lassen könnte und weil Mrs. Addison mich nach einem Wort fragen und ich es dann bestimmt nicht nachschlagen könnte und damit beweisen würde, dass ich immer noch ein blöder Idiot bin. Mrs. Addison wartet wie üblich vor ihrem Büro. Sie versucht zu lächeln, aber sie ist eine von denen, die man nur ganz selten lächeln sieht und ich merke gleich, es geht um was Ernstes, was auch immer das sein mag. Zum Beispiel, dass jemand gestorben ist. Ich sage: Graham! Ist Graham was passiert? Nein, nein, alles in Ordnung. Komm rein und setz dich, Macville. Und bitte versuch dich zu entspannen. Die hat gut reden. Mrs. Addison setzt sich in ihren großen Sessel und sieht erst zur Decke hoch, dann zum Boden runter, dann auf ihre Hände und dann erst schafft sie es, mich anzusehen. Das ist ziemlich schwierig, Maxwell. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Lass mich erst einmal sagen, dass wir alle mit deinen Fortschritten sehr zufrieden sind. Es ist fast ein Wunder, und ich möchte fast annehmen, dass du schon die ganze Zeit lesen konntest und das nur aus irgendeinem Grund für dich behalten hast. Ich kann kaum hören, was sie sagt, weil in meiner Brust so ein kleiner Vogel herumflattert, und den muss ich sofort rauslassen. Sie schicken mich in die Förderklasse zurück, oder? Mrs. Addison kommt rüber und tätschelt mir die Schulter. Ich spüre, es macht sie nervös, mich anzufassen, aber sie tut es trotzdem. Und dann sagt sie: Nein, nein, nichts dergleichen. Es geht jetzt nicht um die Schule, Maxwell. Es ist etwas Privates. Weil, wenn ich in die Förderklasse zurück muss, ich gehe nicht. Ich laufe weg, einfach weg. Maxwell, es geht wirklich nicht um deine Mitarbeit in der Klasse. Es geht nicht einmal um die Schule. Es geht um deinen, Vater. Läuft noch. Sehr gut. Kurz zum Überprüfen. Meinen, Vater. Plötzlich wünsche ich mir, ich hätte was angestellt und Mrs. Addison würde mir eine Stunde Nachsitzen verpassen. Sie holt tief Luft, faltet die Hände wie zum Gebet und sagt: Der Bewährungsrichter hat eine Anfrage an mich weitergeleitet. Eine Anfrage deines Vaters. Maxwell, dein Vater möchte wissen, ob... Ich will das nicht hören! Ich springe auf und halte mir die Ohren zu, so fest ich kann. Will das nicht hören! Will das nicht hören! Will nicht! Will nicht! Will nicht!
Wenn einer im Büro der Direktorin überschnappt, ruft sie die Schulschwester herein und dann versuchen die beiden, mich in die Arme zu nehmen und zu beruhigen und dabei komme ich mir irgendwie wieder vor wie im Kindergarten. Maxwell, sagt Mrs. Addison. Sie versucht mir die Hände von den Ohren zu zerren. Maxwell, bitte, ist ja schon gut, okay? Vergiss, was ich gesagt habe. Du brauchst nicht zu tun, was du nicht willst, okay? Dafür werde ich persönlich sorgen, das verspreche ich dir. Ich schwöre bei meinem Gewissen. Ich schwöre bei meinem Gewissen. Er wird dich nicht zu etwas bringen können, was du nicht möchtest. Ich werde das dem Bewährungsrichter sehr deutlich machen und seinem Anwalt auch, mehr als deutlich. Schließlich nehme ich die Hände von den Ohren. Es hat sowieso nicht viel genützt, weil ich jedes Wort hören konnte. Und, große Überraschung, ich sitze mit hochgezogenen Knien auf dem Fußboden in einer Ecke des Zimmers und kann mich gar nicht erinnern, wie ich dorthin gekommen bin. Anscheinend hatte ich einen Filmriss und jetzt gibt die Schwester mir eine Tasse mit Wasser und was ganz seltsam ist, sie weint. Entschuldigung, sage ich, ich wollte ihn nicht wehtun. Das hast du auch nicht, sagt sie. Ich weine immer gleich los, mach dir nichts draus. Ich mache mir aber was draus, denn wenn sie weint, muss ich sie geschlagen haben und weiß jetzt nichts mehr davon. Und das ist, wenn man es sich überlegt, doch wirklich unheimlich. Wer weiß, was ich sonst noch alles anstellen könnte und mich dann hinterher nicht mehr dran erinnern kann. Das Schlimmste kommt erst später im Esssaal. Freak steht auf amerikanisches Chop Suey. Er liebt das Zeug. Je pappiger, desto besser. Unglaublich, dass ein so kleiner Mensch so große Mengen essen kann. Und wenn er seinen Teller hochhält, sagt er jedes Mal, bitte Sir, mehr Haferschleim. Und ich sage dann immer, das ist amerikanisches Chop Suey, kein Haferschleim. Du weißt doch, Haferschleim habe ich nachgeschlagen. Worauf er antwortet, ich flehe Sie an, Sir, mehr Haferschleim. Und dann hole ich ihm noch eine Portion. Als ich in den Saal zurückkomme, stimmt irgendwas nicht. Freaks Gesicht ist ganz rot und verquollen, und er gibt so ein komisches Geräusch von sich. Er kann nicht sprechen, er kann mich nur ansehen und versuchen, mir etwas mit seinen Augen zu sagen, und ich renne los und alarmiere die Schwester. Schnell! Er kriegt keine Luft mehr! Er kriegt keine Luft mehr! Und dann rennt sie so schnell wie ich und schreit, jemand soll einen Krankenwagen holen. Im Esssaal ist Freak inzwischen lila angelaufen. Die Schwester packt ihn und schiebt ihm so ein Plastikding in den Mund. Er hat die Augen fest zugekniffen und strampelt mit den Beinen. Ich weiß nicht, was ich tun soll und springe nur so auf der Stelle und als die anderen sich immer dichter um uns herumdrängen, stoße ich sie zurück und dann endlich wird Freaks Gesicht langsam heller, von dunkelrot zu rosa und er atmet auch wieder normal. Und jetzt, ich hatte die Sirenen gar nicht gehört, kommt auch der Krankenwagen. Und Freak versucht mit krächzender Stimme etwas zu sagen, als sie ihn auf die Trage legen. Mir geht's gut, sagt er immer wieder. Wirklich, mir geht's gut. Ich will bloß nach Hause. Es ist nur so, wenn man einmal den Krankenwagen geholt hat, muss man sich ins Krankenhaus mitnehmen und untersuchen lassen. Das ist Vorschrift. Ich versuche hinten zu ihm einzusteigen, aber sie lassen mich nicht. Schließlich kommt Mrs. Addison und hält mich zurück, bis der Krankenwagen mit Blaulicht, aber ohne Sirene, wieder abfährt. Das war ein schlimmer Tag für dich, stimmt's? Sagt sie, als sie mich ins Schulgebäude zurückbringt. Für mich war das kein schlimmer Tag, sage ich, aber für Kevin. Er hat doch nur versucht zu essen. Mrs. Addison sieht mich seltsam an, dann sagt sie: Mit dir wird noch alles gut, Maxwell Kane. Da bin ich mir jetzt sicher. Für eine Direktorin ist sie ganz in Ordnung, aber aus irgendeinem Grund kann ich ihr einfach nicht verständlich machen, dass nicht ich es bin, der hier einen echt schlimmen Freitag, den 13. erlebt hat. Und ich schwöre bei dem Wörterbuch, falls Freak noch einmal versucht, amerikanisches Chop Suey zu essen, schütte ich ihm das Zeug über den Kopf. Kapitel 14. Großes Ehrenwort. Graham lässt mich am nächsten Tag zu Hause bleiben, weil Freak aus dem Krankenhaus kommt und ich erwarte ihn dann direkt vor der Haustür, als die schöne Gwen mit dem Auto vorgefahren kommt. Freak sitzt hinten, er kommt mit dem Kopf kaum über die Fensterkante und als ich sein breites Grinsen sehe, glaube ich endlich auch, was die anderen dauernd sagen, nämlich, dass alles wieder gut wird. Ich frage, darf ich ihn reintragen? Und die schöne Gwen antwortet, selbstverständlich.
Selbstverständlich. Er muss sich noch schonen, sagt sie. Und er bleibt so lange im Haus, bis ich etwas anderes sage. Hast du das verstanden? In seinem Zimmer fängt Freak sofort an, mich herumzukommandieren. Bring mir dies und hol mir das. Man käme nie darauf, dass er krank gewesen ist. Ein kleiner Zwischenfall, sagt er, durch einen biogenetischen Eingriff leicht zu korrigieren. Meinst du die Sache mit dem Roboter? Freak zischt. Psst, die schöne Gwen darf von dem Plan nichts wissen. Schon die bloße Vorstellung versetzt sie in Furcht und Schrecken. Das kann einem aber auch Angst machen, sage ich. Eine Operation, bei der einem ein kompletter neuer Körper verpasst wird. Ich habe keine Angst, sagt Freak. Ich freue mich darauf. Wann soll es denn passieren? Freak macht so ein verträumtes Gesicht und sagt, das weiß ich nicht. Dr. Spivak ist meine Ärztin, hat gesagt, vielleicht in 1 bis 2 Jahren. Aber wozu brauchst du einen neuen Körper, frage ich. Warum kannst du nicht einfach bleiben, wie du bist? Freak schüttelt den Kopf, als ob er meint, das würde ich ja doch nicht verstehen. Niemand bleibt, wie er ist, sagt er. Jeder verändert sich fortlaufend. Bei mir ist das Problem, dass ich innen wachse, aber nicht außen. Er will nicht mehr davon reden, und es ist mir auch recht. Nach 2 Tagen ist alles wieder wie früher. Wir gehen zur Schule wie immer. Alles läuft bestens. Bis dann in den Weihnachtsferien, verzeiht mir den Ausdruck, die totale Hölle ausbricht. Oh, wobei, ich lasse das Bild noch. Ich bin gerade in der Unterwelt und versuche mit diesem blöden Geschenkpapier diese blöden Geschenke für Graham und Grimm einzuwickeln, als oben plötzlich lautes Geschrei ertönt. Ihr müsst bedenken, Grimm schreit Graham niemals an. Jedenfalls nicht, solange ich mich erinnern kann. Und wenn Graham wütend ist, naja, dann weint sie höchstens mal. Aber jetzt schreit da oben irgendwer und ich schleiche die Treppe hoch und brauche nicht einmal das Ohr an die Tür zu legen, so laut ist das Gezeter. Nur über meine Leiche! Das ist Grahams Stimme, laut und voller Tränen. Grimm spricht viel leiser und ich mache die Tür einen Spalt weit auf, um zu hören, warum Graham so wütend auf ihn ist. Ich trage Verantwortung, sagt er. Ein Mann muss seine Familie beschützen. Aber nicht mit einem Gewehr, schreit Graham. Nicht in diesem Haus. Das lasse ich nicht zu. Ach, ist das furchtbar. Wie kann man uns nur so etwas antun? Wie kann man nur? Er hat sie reingelegt, sagt Grimm. Genau wie er Annie reingelegt hat. Genau wie er uns damals reingelegt hat. Aber das macht er nicht nochmal. Wenn dieser Mann es wagt, unser Haus zu betreten, erschieße ich ihn. Aber, sagt Grimm, du kannst doch gar nicht mit Waffen umgehen. Natürlich kann ich das. Schließlich bin ich in der Armee gewesen. Das ist 30 Jahre her. Ich weiß genau, was passieren wird. Seit 8 Jahren sehe ich das im Traum vor mir. Er kommt hier rein und reißt dir das Gewehr aus der Hand und dann fängt er an zu schießen. Inzwischen ist mir klar, von wem sie reden. Und ihr habt es bestimmt auch schon gemerkt. Sie reden von ihm, von Killer Kane, meinem Vater. Vielleicht lassen sie ihn ja gar nicht raus, sagt Graham. Und falls doch, werden sie uns beschützen. Aber sicher, sagt Grimm, so wie sie unsere Annie beschützt haben. Jetzt fängt Graham an zu weinen und Grimm versucht sie irgendwie aufzumuntern. Na komm, es wird schon werden, Kopf hoch. Etwas später höre ich das Knarren der Kellertreppe. Es ist Grimm, er klopft bei mir an. Komm rein. Grimm kommt herein und ausnahmsweise sagt er einmal nicht, in was für einem Rattenloch ich hause und dass es hier stinkt wie in einer Umkleidekabine, weil ich vergessen habe, meine Strümpfe in den Wäschekorb zu tun. Er setzt sich auf die Bettkante und legt die Hände zusammen. Ich denke nie daran, wie alt er ist, weil er sich nie wie ein alter Mann benimmt. Aber heute Abend ist er ganz bleich und gebeugt und hat ein richtig eingefallenes Gesicht. Er sieht aus, als wäre er 1000 Jahre alt. Ich nehme an, du hast den Lärm gehört, sagt er. Deine Oma hat sich sehr aufgeregt, die Ärmste. Gewalt ist ihr zuwider. Ich kann es ihr nicht verdenken. Ist er ausgebrochen, frage ich. Oder was ist los? Grimm schüttelt den Kopf. Man hat ihn auf Bewährung freigelassen. So was Blödes. Wie kann man nur so blöd sein? Grimm sagt, du triffst den Nagel auf den Kopf, mein Sohn. Ich bin nur damit du Bescheid weißt,
Ich bin zum Gericht gegangen und habe dafür gesorgt, dass er sich im Umkreis von einer Meile um unser Haus nicht blicken lassen darf. Wenn er trotzdem versucht, hierher zu kommen, wandert er ins Gefängnis zurück. Das hat mir der Richter versprochen. Ich sage, vielleicht solltest du dir doch ein Gewehr besorgen. Grimm schweigt eine ganze Weile, dann sagt er, vielleicht ja, vielleicht nein. Aber ich kann deiner Oma nichts davon erzählen. Und es bricht mir das Herz, sie anzulügen. Das habe ich noch nie getan. Ich werde nichts verraten. Grimm ist wieder still. Dann steht er von meinem Bett auf und sagt mit einer ganz alten, müden Stimme, es wird alles wieder gut, Max. Dafür sorge ich. Aber ich möchte, dass du in den nächsten 2 Tagen im Haus bleibst. Versprichst du mir das? Ehrenwort, sage ich. Großes Ehrenwort. So, und jetzt wechseln wir mal das Bild. Wo das ist, weiß ich selber nicht. Hier sieht man mal einen Bauplan. Das ist vielleicht ganz gut, um mal auch zu sehen, was es da so alles gibt. Und da wurden tatsächlich noch Sachen angebaut, wie ich sehe. Also an das Restaurant kann ich mich nicht erinnern. Schülerwohngruppe. Ah, das weiß ich. Ich weiß, warum das ist. Dann müsste quasi. Da ist die Barlachstraße, genau. Das heißt, da müsste hier oben der Petuel Park sein. Und genau, das ist die Schülerwohngruppe. Da hat tatsächlich mein Klassenkamerad von mir gewohnt. Der auch Freund von mir geworden ist, der dann leider ziemlich früh, also der leider jetzt schon tot ist. Der war, glaube ich, hier in 28b. Und wir haben manchmal tatsächlich FIFA miteinander gezockt auf der PlayStation. Aber er hat mich leider meistens dann doch abgezockt, auch weil ich einfach kein FIFA gespielt habe ansonsten. Hier ist zum Beispiel ein Fahrdienst, Beratungslehrer, eine Bibliothek. Die muss auch relativ neu sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da vorher eine Bibliothek war. Eine Schulpsychologin, Pausenverkauf. Ja, Pausenverkauf war geil, weil da war ich tatsächlich einer der Mitbegründer. Wir haben das, wie hieß das? Wir haben das, ich weiß gar nicht, wie wir hießen. Auf jeden Fall war ich für Werbesprüche zuständig. Weil ansonsten hätte es halt auch was gegeben mit so Kassierer oder einfach so Kosten im Blick behalten oder so. Aber ich war halt schon damals in Mathematik nicht so glänzend und da meinte ich eher so, na, eher nicht. Und da ich ziemlich gut schreiben konnte, was ich heute zum Glück immer noch kann, manchmal kann einen das ein bisschen in den Arsch retten, auf gut Deutsch. War ich eben für Werbesprüche zuständig. Also generell so für die Werbung, die wir gemacht haben. Nicht nur für die Werbesprüche, aber auch dafür. Bestand halt hauptsächlich aus Werbesprüche. Irgendwas ganz Einfaches, was so ein bisschen lustig klang manchmal, was man sich ganz gut behalten konnte. Dann war hier die Realschule. Ich war hier sowohl auf der Haupt- als auch auf der Realschule irgendwie, genau. 2 Klassen vor Abschluss bin ich dann auf die Realschule gewechselt und ich weiß noch, ja, ich erzähle hier jetzt gerade ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber ich finde, das kann man auch mal machen an der Stelle. Es war tatsächlich so, dass ich, ohne dass meine Mutter davon erfahren hatte, also meine Mutter hatte gerade auch eine ziemlich schwere Zeit, privat, und ohne dass sie was davon erfahren hatte, habe ich mich tatsächlich beworben. Für einen Test für die Realschule. Also ich war halt vorher auf der hier Grund- und Mittelschule. Ja, gut. Hauptschule, gibt's das Wort Hauptschule nicht mehr oder was? Na okay, ich war eben auf der Grund- und Mittelschule. Und ja, beziehungsweise ich wusste gar nicht, die Grundschule ist auch neu, oder? Alter, alles neu. Naja, okay, es ist ja auch schon Ewigkeiten her gefühlt, dass ich da drauf war. Also, auf der Grundschule war ich da nie. Also ich war dann auf der Hauptschule, also das, was hier wahrscheinlich als Mittelschule bezeichnet wird. Und
Hab mich dann eben darauf beworben, hab dann noch so versucht, ein oder zwei Klassenkameraden mit zu überzeugen, weil ich mir dachte, okay, wenn ich das schaffe, schaffen die das auch. Aber die wollten leider nicht und deswegen habe ich mich dann da alleine beworben und habe es tatsächlich geschafft und bin dann auf die Realschule gewechselt. Genau, das war dann das. Und dann hat die hat mein Arbeitgeber hat auf der Schule eine Ausschreibung gemacht am schwarzen Brett, also unter anderem auf dieser Schule. Und das war also ich bin das ist eine stinknormale Geschichte, wie ich zu dem Job gekommen bin, den ich heute habe. Einfach durch eine Ausschreibung am schwarzen Brett einer Schule, nämlich dieser Schule hier. Elikog, was das genau ist, weiß ich nicht. Kindergarten, ich glaube, da war auch vorher noch kein Kindergarten angeschlossen. Also wahrscheinlich haben die auch noch so ein bisschen das Gebiet vergrößert. Schwimmbad, das war schon gefühlt immer da. Und hier auch die Sporthalle, genau, wir haben dann immer so gewechselt für den Sportverein. Also mal waren wir dann im Schwimmbad, mal waren wir in der Sporthalle. Das wechselte idealerweise immer so einmal die Woche. Manchmal war aber auch irgendwas mit dem Schwimmbad, so dass wir dann öfter mal hintereinander in der Sporthalle waren. Aber normalerweise war das einmal Schwimmbad, einmal Sporthalle. Wobei, das war zumindest so, als ich auf der Hauptschule bin, auf der Realschule. Ich glaube sogar auf der Realschule waren wir dann nur noch in der Sporthalle. Aber ich war halt die meiste Zeit auf der Hauptschule, gefühlt eher. Und deswegen eine Woche Schwimmbad, eine Woche Sporthalle, dann wieder Schwimmbad, dann wieder Sporthalle. Und das ist einfach, ich fand das halt einfach schon allein cool. Also ich war halt damals eine totale Schwimmratte. Heutzutage sieht man mir das körperlich gar nicht mehr an. Dessen bin ich mir auch durchaus bewusst. Aber, und damit bin ich auch nicht selber hundertprozentig zufrieden. Deswegen versuche ich auch gerade wirklich was daran zu tun. Und habe jetzt auch halt schon etwas über 10 Kilo abgenommen. Genau, und deswegen hat es mir natürlich besonders Spaß gemacht und es ist halt auch einfach cool. Wie viele Leute könnten behaupten, dass in ihrer Schule direkt im Gebäudekomplex ein Schwimmbad drin ist? Also Sporthalle ist ja relativ normal, aber Schwimmbad, ja. Tja. Genau, Logo, Ergo und Psychotherapie, da war ich dann teilweise auch selber, bin ich dann auch da betreut worden, weil ich damals auch noch Probleme mit meiner Physiologie hatte. Zum Beispiel Koordination, Koordinationsprobleme. Hab ich teilweise bestimmt immer noch, hat aber ziemlich abgelassen. Und hat wahrscheinlich auch einfach was damit zu tun, dass ich damals Ergo und Physiotherapie hatte. Logopädie brauchte ich zum Glück nicht mehr, hatte ich allerdings auch schon mal in meinem Leben, weil ich auch am Anfang Sprachprobleme hatte. Das heißt, in der Richtung habe ich quasi alles einmal durch. Dann sind hier noch andere Ärzte, was die genau machen, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Aber es ist eine Sonderschule, also insofern ist es eigentlich durchaus denkbar und einfach nur praktisch, wenn man da halt auch generell Ärzte drin hat. Schon allein für den Fall, dass halt mal irgendwas passiert. Hort, das ist mir auch neu. Also das ist schon cool. Wir hatten hier beim Restaurant irgendwie, hatten wir auch noch eine, nee, dahinter müsste doch auch wohl, nee. Nee, hier irgendwie beim Restaurant gab's mal eine Bowlingbahn. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, aber da habe ich auch so ein bisschen eine grausame Erinnerung dran, weil so ist, dass meine Klassenkameradin einer Klassenkameradin von mir ist beim Bowling die Kniescheibe rausgesprungen. Und sie hat geschrien wie am Spieß. Und mir ist das zum Glück noch nie passiert, aber ich habe gehört, das soll sehr schmerzhaft sein. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, so viel dazu. Das ist ja das, was man hier auch so sehen kann. Ach, da ist noch die heilpädagogische Tagesstätte. Ja. Die Tagesstätte glaube ich vorher auch schon.
Der Hort ist mir neu, der Kindergarten ist mir neu. Was SVE bedeutet, weiß ich nicht. Was Elecog bedeutet, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber ja, daran sieht man so ein bisschen. Also Teile davon gab es vorher schon und Teile gab es eben noch nicht. Also als ich zur Schule gegangen bin. Aber cool, dass sie das scheinbar noch ausgebaut haben. Sehr schön. Freut mich. Ich sollte mal wieder da vorbeischauen, wenn ich mal wieder in München bin. Es ist zwar ein bisschen weiter weg vom Schuss, also wenn man das so von meinen Eltern aus betrachtet, wo ich natürlich dann als erstes mal primär hingehen würde, wenn ich nach München, mal wieder nach München komme. Aber trotzdem wäre bestimmt mal wieder cool. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch so viele Leute von denen, die ich damals kannte und die mich damals kannten, noch da sind. Aber einfach mal sich das mal wieder von außen anzuschauen und so, man muss ja nicht unbedingt reingehen, aber kann es natürlich. Ist grundsätzlich erstmal jeden freigestellt. Das wäre schon cool. Ja, so viel dazu. Achso, und ja, und der Fahrdienst dazu noch kurz gesagt. Also wir hatten immer so drei oder vier Schulbusse tatsächlich, die dann die Leute so zur Schule und von der Schule wieder nach Hause gefahren haben. Das war ein externer Anbieter. Unser Vorteil war, falls wir mal Klassenfahrten machen wollten oder so, dass unser Klassenlehrer tatsächlich mehrere Führerscheine hat. Und zwar nicht nur für normale PKWs und Motorräder auch, sondern auch für Personentransport. Jetzt nicht irgendwie so Linienbus oder so, sowas hätte er nicht fahren dürfen. Aber diese Schulbusse, die durfte er sehr wohl fahren. Und das war schon geil, wenn man mal einen Ausflug machen wollte, weil dann hat er einfach nachgefragt, ey Leute, dürfte ich mir da mal einen Bus ausleihen? Die Antwort war noch nie nein, also irgendwie ließ es sich immer organisieren. Und dann sind wir halt einfach mit diesem Bus losgefahren. Und das war echt cool. So, jetzt geht's aber weiter. Kapitel 15. Was durch den Schornstein kam. Heiligabend verläuft sehr still. Freak sagt dazu, man könnte eine Maus furzen hören. Ziemlich albern, aber Grim schüttelt nur den Kopf und lächelt. Freak und die Schöne werden essen mit uns und wir versuchen alles so zu tun, als ob es ein ganz normaler Abend wäre. Mit keinem Wort wird erwähnt, dass Killer Kane aus dem Gefängnis kommt. Die Schöne Gwen trägt eine dunkelrote Seidenbluse und einen langen schwarzen Rock, der fast bis zum Boden geht. Und ihre Taille ist so schmal, sie sieht aus wie dieser Christbaumschmuck, der bei jeder Bewegung der Zweige leise klingelt. Auch Freak hat sich schick gemacht. Er trägt ein neues Tweed-Jackett mit Flicken an den Ellbogen. Und Grim sagt, jetzt braucht ihr nur noch eine Pfeife, dann seht ihr aus wie ein Professor. Kein Tabak, sagt Freak. Nikotin ist eine toxische Zeitverschwendung. Nur die Pfeife, sagt Grim. Du brauchst sie ja nicht zu rauchen. Bringt ihm keine schlechten Angewohnheiten bei, sagt Grim. Maxwell, reich mir bitte die Minzsoße. Minzsoße ist eine Spezialität von Grim. Ihr würdet staunen, wie viel besser damit alles schmeckt und deswegen behalte ich sie immer bei mir in der Nähe. Jedenfalls ist das Essen prima. Weihnachten oder an Geburtstagen ist Graham einfach nicht zu schlagen. Und wir essen alle, bis wir fast platzen. Wobei aber die schöne Gwen darauf achtet, dass Freak nicht zu schnell ist. Man könnte meinen, dass ich ihn hungern lasse, sagt die schöne Gwen. Bitte, Sir, mehr Haferschleim, sagt er mit seitlich rausgestreckter Zunge und hält den Teller hoch. Das sieht komisch aus, und Graham muss so lachen, dass sie einen Hustenanfall bekommt, und da sind wir auf einmal alle still. Nach dem Essen sitzen wir ganz normal herum, bewundern den Baum und reden davon, wie glücklich wir sind, und dass wir ein Dach über dem Kopf haben, und Grim erzählt alle Geschichten aus seiner Kindheit, als es zu Weihnachten nur ein paar Brocken Kohle geschenkt gab. Wenn wir Glück hatten, gab's mal einen Apfelkrebs, sagt er, oder ein Stück Apfelsinenschale. Arthur, also wirklich, sagt Graham, du hast doch niemals Kohle zu Weihnachten geschenkt bekommen. Stimmt? Wir haben nicht mal Kohle bekommen. Könnt ihr euch das vorstellen?
Mein Vater konnte sich Kohle nicht leisten, also hat er das Wort Kohle auf ein Stück Papier geschrieben und uns das in die Strümpfe gesteckt. Und wir haben dann so getan, als ob es echte Kohle war. So arm sind wir damals gewesen. Die schöne Gwen lacht vor sich hin und schüttelt den Kopf. Graham sagt: Wie kannst du nur an Heiligabend solche Lügen erzählen? Ich erzähle Märchen, mein Lieber, keine Lügen. Lügen sind etwas Böses und Märchen sollen einfach unterhalten. Wir sitzen weiter herum und lauschen höflich den Geschichten, die Grimm uns auftischt und die kein Mensch in einer Million Jahren glauben würde. Und dann trinken wir alle eine Tasse heißen Kakao und nehmen uns jeder eine Praline aus der Schachtel. Und dann ist es Zeit, die ersten Geschenke zu verteilen. Graham hat die Regel aufgestellt, dass an Heiligabend jeder ein Geschenk auspacken darf. Den Rest spart man sich für den nächsten Morgen auf. Da fällt die Entscheidung schwer, was man als erstes auspacken soll. Grimm fängt immer als erster an, weil er, wie er sagt, im Grunde seines Herzens ein Kind geblieben ist und einfach nicht warten kann. Er bekommt von Graham einen Wollpulli mit Kragenknöpfen und stellt sich überrascht. Dabei hat er schon ungefähr 100 Stück davon. Dann packt Graham ihr Geschenk vor mir aus. Ein Armband aus Mu von Dann packt Graham ihr Geschenk von mir aus. Ein Armband aus Muscheln von Stränden aus aller Welt. Sie streift es gleich über und sagt, genau so eins hat sie sich gewünscht. Das ist ganz typisch für Graham. Wenn man ihr eine alte Bierdose schenken würde, würde sie auch sagen, genau so eine haben sie sich schon immer gewünscht. Dann packt Freak aus, was ich ihm geschenkt habe, und noch bevor er das ganze Papier abgewickelt hat, hebt er anerkennend den Daumen und sagt, cool! Es ist so ein Ding, das aussieht wie ein Klappmesser, aber in Wirklichkeit hat es noch viel mehr zu bieten. Kleine Schraubenzieher und Feilen und sogar eine winzige Lupe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Freak damit alle möglichen Sachen erfinden kann, wenn er Lust dazu hat. Graham schenkt der schönen Gwen ein Halstuch, das auch zufällig haargenau zu ihrer Bluse passt, und alle machen Ah und Oh, und dann habe ich mich endlich entschieden, welches Geschenk ich aufmachen soll. Man erkennt schon von außen, dass Freak es gemacht hat, denn die Schale ist nicht viereckig, sondern läuft nach oben spitz zu wie eine Pyramide. Und anstelle von normalem Geschenkpapier hat er das Ganze mit Comics beklebt. Und ich drehe fast durch, weil ich einfach nicht drauf komme, was in so eine pyramidenförmige Schachtel reinpassen könnte. Freak ist anscheinend genauso aufgeregt wie ich. Dabei weiß er doch, was er für mich da reingepackt hat. Nimm erstmal das Papier ab, sagt er. Es gibt eine besondere Methode, das aufzumachen. Ganz vorsichtig löse ich das Papier und dann sehe ich, er hat die pyramidenförmige Schachtel nicht irgendwo gekauft, sondern er hat sie selbst gemacht. Man erkennt, wie er die Pappstücke ausgeschnitten und zusammengeklebt hat und auf die Seiten der Pyramide hat er kleine Schildchen und Pfeile gemalt. Folge den Pfeilen, sagt er. Die Pfeile weisen über die ganze Pyramide. Und ich muss das Ding mehrmals herumdrehen, bis ich endlich zu einem Schildchen komme, auf dem steht, drücken und staunen. Mach schon, sagt Freak, da ist kein Sprengsatz drin, du Blödmann. Es fliegt dir schon nichts um die Ohren. Ich drücke also auf dieses Schildchen und mit einem Schlag klappen alle vier Seiten der Pyramide auseinander. Endlich kann ich ins Innere sehen und wie Freak versprochen hat, kann ich nur noch staunen. Der junge Mann ist ein Genie, sagt Grimm, und ich verwende dieses Wort nicht leichtfertig. Grimm hat wirklich recht, denn Freak hat das Ganze mit Gummis und Büroklammern so konstruiert, dass die Seitenwände alle auf einmal aufklappen mussten. Und drin ist so eine Art kleiner Sockel, und auf dem Sockel liegt ein Buch. Das ist kein normales Buch, wie man es im Laden kauft, sondern ein Buch, das er, wie man gleich sieht, selbst gemacht hat. Es sieht so merkwürdig aus, dass ich es nicht anzufassen wage. Aus Angst könnte auch kaputt gehen. Ich habe alle meine Lieblingswörter gesammelt, sagt Freak, und in alphabetischer Reihenfolge gebracht. Wie ein Wörterbuch? Korrekt, sagt Freak, und trotzdem anders, denn das hier ist mein Wörterbuch. Schlag's doch mal auf. Als ich es aufschlage, riechen die Seiten nach Kugelschreiber. Es beginnt mit A. Genau wie ein normales Wörterbuch. Aber wie Freak schon sagte, ist es irgendwie anders. A. Abakus.
Computer mit Fingerbetrieb. Abheben geschieht, wenn man ein Buch aufschlägt. Abszisse, die horizontale Wahrheit. Algorithmus, Mathe mit Rock'n'Roll-Rhythmus. Du brauchst heute Abend nicht alles zu lesen, sagt Freak. Spar dir noch was für morgen auf. Aber eins sage ich dir jetzt schon. Wenn du siehst, was ich mit den Zs gemacht habe, flippst du aus. Freaks Wörterbuch ist das größte. Da können alle anderen Geschenke nicht mithalten. Ich glaube, ich brauche eine Ewigkeit zum Einschlafen. So viele Sachen schwirren mir im Kopf herum. Grimm und sein aufgeschriebenes Stück Kohle. Die Pyramide mit diesem tollen Buch darin. Die dicken, nassen Schneeflocken, die gerade fielen, als Freak von der schönen Gwen in seinem Eisenbahnwaggon nach Hause gezogen wurde und die komischen Kommandos, mit denen er sie antrieb. Vorwärts! Höher! Vorwärts, Ginevre! Und wie sie dann sagte, wenn er nicht gleich den Mund halten würde, würde sie ihn draußen stehen lassen, bis er zum Schneemann geworden wäre. Und deswegen träume ich dann wohl auch von einem kleinen Schneemann, der so aussieht wie Freak. Der Schneemann wiederholt andauernd, cool, cool. Und dann wache ich auf und spüre die Kälte in mein Zimmer kriechen. Das ist seltsam, denn durch den Heizkessel nebenan ist es immer warm in der Unterwelt. Es kommt mir vor, als ob ich den Wind im Zimmer höre. Aber das ist nicht der Wind. Da atmet jemand. Jemand, der sich schwärzer als die Nacht erhebt, und so groß ist wie das Zimmer. Jemand, der mir eine riesen Hand aufs Gesicht legt und mich da nach unten drückt. Kein Wort, Junge, flüstert er. Kein Mucks. Ich versuche mich zu bewegen, versuche ins Bett zurückzuweichen, aber die Hand folgt mir. Die Hand ist so hart und so stark, dass ich mich nicht rühren kann, und ich glaube, mein Herz hat aufgehört zu schlagen. Es wartet, was als nächstes passiert. Ich bin wieder da, sagt er, wie ich versprochen habe. Kapitel 16. Ganz der Vater. Im Fernsehen war mal einer, der hat einen Hummer hypnotisiert. Vielleicht habt ihr das auch gesehen. Er tippt den Hummer an und das Tier wird völlig starr. Ungefähr das gleiche geschieht mit mir, als er mir seine Hand auf den Mund presst. Ich bin wie gelähmt, mein Kopf ist leer. Es gibt nur noch diese große Hand und den kühlen Wind seines Atems. Hier haben die Alten dich also reingesteckt, flüstert er, in den Keller, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich kann sein Gesicht immer noch nicht sehen. Er ist nur ein riesiger Schatten im Zimmer. Jetzt wird alles anders, sagt er. Es wird Zeit, dass ich meinen Sohn kennenlerne, den man so lange gegen mich aufgehetzt hat. Er flüstert, ich soll mich aufsetzen und bloß keinen Lärm machen. Dabei ist Lärm das Letzte, was ich machen will, weil ich nicht weiß, ob Grimm inzwischen ein Gewehr gekauft hat und, falls ja, was ihm zustoßen könnte, wenn er versucht, es zu benutzen. Grahams Albtraum, in dem Grimm mit seiner eigenen Waffe erschossen wird, kommt mir jetzt ziemlich real vor und ich will bestimmt nicht den Anstoß dafür geben, dass er in Erfüllung geht. Ich weiß, was sie dir erzählt haben, sagt er. Das ist alles eine dicke Lüge, verstehst du? Ich habe nie einen Menschen umgebracht, und das ist die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Inzwischen sitze ich gehorsam auf dem Bett und ziehe mich an, und das Komische dabei ist, dass mich das alles gar nicht überrascht. Irgendwie habe ich schon immer gewusst, dass es einmal so kommen würde und dass er mich eines Nachts holen würde, dass ich aufwachen und ihn im Zimmer vor mir sehen würde und dass ich mich dann ganz leer fühlen würde. Ich bin so schwach, dass ich mir kaum die Schuhe anziehen kann. Etwa so, wie man aufwacht und einem der Arm eingeschlafen ist und man ihn kaum noch bewegen kann. So fühle ich mich von oben bis unten. Mein ganzer Körper ist betäubt und kribbelt und ich bin leicht wie ein Luftballon. Als ob meine Hände wegschweben würden, wenn ich nicht aufpasse. Es wird ein richtiges Abenteuer, sagt er. Es wird die schönste Zeit deines Lebens, Junge. Okay, wir gehen jetzt und ich will kein Pieps von dir hören. Die Falltür ist aufgeklappt, man kann die Sterne sehen. Manchen Leuten kommen die Sterne so nahe vor, dass sie glauben, sie könnten sie anfassen, aber Freak sagt, der Himmel ist sowas ähnliches wie ein Milliarden Jahre altes Foto oder ein uralter Film, den sie dort oben zeigen, und viele von diesen Sternen sind inzwischen längst abgeschaltet. Sie sind tot, und was wir da sehen, ist praktisch eine Wiederholung. Klingt vernünftig, wenn man drüber nachdenkt.
Eines Tages, wenn die Wiederholung ans Ende kommt, werden die Sterne einer nach dem anderen ausgehen, wie eine Milliarde Kerzen, die der Wind ausbläst. Hier entlang, sagt er, und kein Mucks. Draußen liegt Schnee, gerade so viel, dass der Boden bedeckt ist. Ich kann mir denken, wie kalt es ist, aber ich spüre nichts davon. Dabei hatte ich nicht einmal Zeit, eine Jacke anzuziehen. Die Kälte ist nebensächlich. Alles andere eigentlich auch. Grimm und Graham, die alten Sterne am Himmel, Freak und die schöne Gwen. Das alles gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Ist nur ein Traum, den ich lange geträumt habe. Und jetzt bin ich wieder aufgewacht und der nimmt den ganzen Raum ein, auch wenn wir jetzt draußen sind. In Freaks Haus sind die Lichter aus und ich denke, die Sterne sind abgeschaltet und weiß nicht einmal, warum ich das denke. Es geht mir durch den Kopf wie eine tote Stimme oder sowas. Als wir eine Straßenlaterne erreichen, sagt er, lass mich dich ansehen. Seine Augen sind unter den buschigen Brauen kaum zu erkennen, und das ist gut so, denn ich will sie nicht sehen. Ich will mir keine schlimmen Träume aufhalsen. Meine Güte, sagt er und starrt mich an, das gibt's doch gar nicht. Du siehst aus wie ein altes Bild von mir. Ganz der Vater, das sagt man so. Aber bei dir stimmt es wirklich. Ist dir das eigentlich klar? Ich sage kein Wort, und er streckt die Hand aus und berührt mich ganz sachte am Gesicht, als ob er noch nie eine Fliege etwas zuleide getan hätte. Ich habe gefragt, ob dir das klar ist, Junge. Antworte! Ja, Sir, sage ich. Das behaupten alle. Heiligabend, sagt er. Weißt du, wie viele Heiligabende ich mein eigen Fleisch und Blut entbehren musste? Ist es vielleicht anständig, einem Mann so etwas anzutun? Ihn für ein Verbrechen einzusperren, das er nie begangen hat? Er wartet auf eine Antwort, also sage ich, nein, Sir, nicht anständig. Aber das ist jetzt alles vorbei, sagt er. Wir fangen noch mal von vorne an. Nur du und ich, Junge, so wie es sein sollte. Ich stehe da unter der Laterne und muss wirklich staunen, wie still es hier ist. Als ob alle weggezogen oder gestorben sind. Die Stille ist fast so riesig wie er. Er war nicht größer als ich, aber viel breiter und von irgendwoher, vielleicht weil wir in der Nähe vom Freaks Haus sind, kommt mir ein ganz komischer Gedanke. Er braucht keine Rüstung. Nein, und er braucht auch kein Pferd, keine Lanze, kein Treuegelöbnis an den König, keine Liebe einer schönen Dame. Er braucht nichts anderes als das, was er ist. Er ist alles auf einmal und niemand kann ihn schlagen. Nicht mal der tapfere Lancelot. Er sieht sich misstrauisch um. Seine Augenbrauen sind gefurchte Schatten. Weißt du, sagt er, woran ich denke, wenn ich eine Gegend wie die hier sehe? Ich denke an Hamster. Die Leute hier leben wie Hamster in Käfigen. Und in den Käfigen haben sie ihre kleinen Laufräder und darin laufen sie ihr ganzes Leben lang auf der Stelle. Sie kommen keinen Zentimeter vom Fleck. Ich stehe immer noch da. Ich weiß, man hat dich gegen mich aufgehetzt, sagt er. Lass etwas Zeit verstreichen, dann erkennst du die Wahrheit. Jetzt geht er mit schnellen Schritten los und ich gehe mit, als ob meine Füße das Ziel schon kennen. Wir nehmen Abkürzungen durch Nebenstraßen und steuern auf den Teich zu, der kalt und weiß und zugefroren ist. Morgen früh werden viele Kinder mit neuen Schlitten und Schlittschuhen hierher kommen und manche von ihnen werden ihre neuen Handschuhe und Schals verlieren und sich dafür von ihren Eltern anschreien lassen müssen. Aber heute Nacht ist der Teich so leer wie der Mond, so leer wie mein Kopf. Einmal schleicht ein Auto um den Teich und ich habe plötzlich das seltsame Gefühl, es sitzt überhaupt niemand am Steuer. Er hakt mit einem Finger, mir einen Finger in den Kragen und zieht mich runter, bis das Auto vorbeigefahren ist. Als es vorbeifährt, kann man durch die dunklen Fenster nicht sehen, aber man hört den Schnee unter den Reifen knirschen, hart und quietschend. Wir sind unsichtbar, sagt er und lässt mich wieder hoch. Na, ist das nicht aufregend? Meine Füße kennen unser Ziel bereits, die neuen Testamente. In den alten Häusern sind nur noch wenige Lichter an. Manche Fenster sind gesprungen, gegen das Licht sehen die Sprünge wie Schnittwunden aus. Kennst du, fragt er, die Geschichte von Maria und Josef, wie sie in Bethlehem eine Herberge gesucht haben und wie das Jesuskind dann in einer Krippe geboren wurde? Ich versuche zu nicken. Und es ist schon komisch, denn obwohl ich nicht friere, klappern mir die Zähne.
Es ist, als ob mein ganzer Körper friert und mein Kopf es noch nicht mitbekommen hat. Das machen wir jetzt auch. Wir suchen eine Herberge, sagt er. Nur, dass wir nicht gerade zu einer Krippe gehen. Nein, Sir, sage ich. Ganz bestimmt nicht. Er berührt mich ganz leise am Nacken und sagt: Ich habe dich nicht gefragt, Junge. Regel Nummer eins: Gib deinem Alten keine frechen Antworten. Von da an halte ich den Mund. Die Testamente sehen beinahe schön aus, mit dem frischen Schnee, der auf den Dächern liegt und die Höfe ganz weiß und weich und sauber erscheinen lässt. An einer Stelle ragt ein alter Fahrradlenker aus dem Schnee, andere Sachen sind ganz bedeckt und nur als Umrisse zu erkennen, und sogar das aufgebockte Schrottauto sieht aus wie neu, als könnte es auch ohne Räder jeden Moment losgleiten. Ich weiß, wohin wir gehen, auch wenn er es noch nicht gesagt hat. Die Tür geht auf, bevor wir da sind. Loretta Lee steht im Hellen und sagt: Iggy, komm her und sieh dir an, was er mitgebracht hat. Er sagt: Willst du nicht meinen Sohn begrüßen, Loretta? Ist er nicht ganz der Vater? Dann sind wir drin und Iggy verriegelt hinter uns die Tür und zieht die Vorhänge zu. Loretta trägt ein hautenges rotes Kleid, das aussieht, als ob es wegfliegen würde, wenn sie mal niesen muss. Auftrag ausgeführt, was, Kenny? Sagt sie. Ich hab's gewusst, wenn einer das schafft, dann du. Iggy sagt: Halt die Klappe, Loretta. Ich glaube, du hast getrunken, sagt mein Vater. Hat sie getrunken, Iggy? Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt. Hey, wir haben Heiligabend, sagt Iggy ziemlich nervös. Ein bisschen Punsch, das macht doch nichts. Ein bisschen Punsch, sagt Loretta irgendwie undeutlich. Das war alles. Ihre falschen Wimpern haben sich gelöst, ihre Augen wirken fast so verschmiert wie ihr roter Mund. Ich weiß das, weil sie mir dauernd zuzwinkert, mich anlächelt und ich den Lippenstift an ihren Zähnen sehen kann. Iggy sagt: Sie ist nüchtern, Kenny, ich gebe dir mein Wort drauf. Dass ich nicht lache, sagt Loretta. Ein neuer Anfang. Prediger Kane hat einen neuen Anfang gemacht und deshalb darf an Heiligabend niemand mehr Schnaps trinken. Nicht mal mehr im eigenen Haus. Nicht mal hier im eigenen Haus darf man sein. Halt den Rand, sagt Iggy und schickt Loretta auf das kaputte Sofa, wo sie halb nach vorn kippt. Und mir zuzwinkert, und mir zuwinkt. Zwinker, zwinker. Bring mir und meinem Jungen was zu essen, sagt mein Vater. Wir sind 8 lange Jahre draußen in der Kälte gewesen und haben mächtig Hunger. Stimmt's, mein Sohn? Ja, Sir, sage ich. Iggy geht in die Küche, ein paar Hamburger braten. Sie sitzen herum und warten. Niemand sagt etwas. Loretta hat sich auf das Sofa gekuschelt und sieht ziemlich weggetreten aus. Während ich dann mit Mühe einen fettigen Hamburger runterwürge, zieht Iggy eine Show ab, als ob es was ganz Tolles wäre, Kenny Kane im Haus zu haben. Kaum zu glauben, dass dieser Iggy auch der Boss der Panheads ist, eine Bande von Motorradrockern, die alle Leute, auch die Polizei, in Angst und Schrecken versetzen. Dann wacht Loretta auf und streckt sich wie eine Katze und gähnt, dass man ihr glatt bis in den Magen sehen kann. Ich glaube, das habe ich gebraucht, sagt sie und hält sich kichernd den Mund zu. Ich glaube, ich brauche überhaupt ziemlich viel. Mein Vater wischt sich mit einer gefalteten Papierserviette den Mund ab. Ohne Loretta zu beachten, sieht er Iggy an und sagt: Wenn du mal in den Bau musst, kannst du als Koch antreten. Iggy antwortet mit einem nervösen Hihihi, als ob das lustig wäre, im Knast als Koch zu arbeiten. Dann sagt er: Diese Wohnung, von der ich dir erzählt habe, kann ich dir jederzeit zeigen. Mein Vater steht auf. Am besten sofort, sagt er und zieht mich an. Komm, Junge. So, und wir wechseln mal wieder das Bild. Was haben wir denn noch? Da, das können wir noch mal machen. Das hier in der Mitte sagt mir tatsächlich nichts, aber das scheint relativ neu zu sein. Oder, ach, Moment, das ist einfach, kann
Kann das sein, dass das einfach mit einem Fischauge-Objektiv aufgenommen wurde? Weil ich glaube, das ist nicht wirklich so rund. Dann sagt mir das vielleicht doch was. Dann ist das da bei der Rampe quasi. Oder die müsste ja so ein bisschen schräg nach unten gehen. Ach, keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Komisch. Aber das ist da jetzt wohl in München. Also, als ich da war, sah es noch anders aus. Aber gut, es ist, wie gesagt, das ist auch schon Jahre her. Kapitel 17. Bei allem, was heilig ist. Zwischen den Häusern ist ein schmaler Durchgang, den man von der Straße aus nicht sehen kann. Hier hindurch bringt uns Iggy zu diesem anderen Haus. Das Schloss der Eingangstür ist aufgebrochen. Wir betreten einen finsteren Korridor. Das Licht geht an. Als erstes bemerke ich den typischen Geruch von Oma-Parfüm. Und es stinkt nach Kerzen. Nicht gerade umwerfend, aber die alte Schleppe, die hier wohnt, ist über die Feiertage zu ihrer Schwester gefahren, sagt Iggy. Er versucht zu lächeln. Es ist warm und ziemlich eng in dem kleinen Zimmer. Die Möbel sind alt und abgenutzt. Ein großer alter Fernseher mit Zierdeckchen obendrauf. Ein leeres Goldfischglas, ordentlich mit Schnur gebunden. Zeitungspacken, eine Bibel auf dem kleinen Tisch neben dem Fernseher. Und an der Wand ein Vexierbild von Jesus, dessen Augen einem überall hin zu folgen scheinen. Man dreht glatt durch, wenn man da länger hinsieht. Zum Mitnehmen gibt's hier nicht viel, sagt Iggy. Mein Vater sieht sich um, ob alle Vorhänge geschlossen sind. Meinst du etwa, ich würde einer alten Frau was stehlen, sagt er. Iggy schüttelt den Kopf. Natürlich nicht. Schon gut, sagt mein Vater. Fürs Erste kann man's hier aushalten, bis wir in die Gänge kommen. Ich gehe mal besser zu Loretta zurück. Tu das. Mein Vater sieht schweigend zu, wie die Tür hinter Iggy zufällt. Ich bleibe mitten im Zimmer stehen, weil ich nicht weiß, was er von mir erwartet. Mach's dir bequem, Junge, sagt er schließlich. Ich will erst mal unseren Fluchtweg kontrollieren. Ich sehe nach der Tür, durch die wir gekommen sind, sehe nur mal kurz hin, als er plötzlich hinter mir steht und ich spüre kühn Atem im Nacken. Du wirst mir doch nicht weglaufen, Junge. Nein, Sir, bestimmt nicht. Setz dich, sagt er. Wir müssen reden, von Mann zu Mann. Ich setze mich in diesen Oma-Sessel und der ist so weich, dass ich fast auf den Boden sinke. Und dann frage ich mich, was wohl aus den Katzen geworden ist. Vielleicht hat die Frau sie zu ihrer Schwester mitgenommen. Oder Iggy hat sie rausgelassen und jetzt kommen sie nicht mehr rein. Er beugt sich über mich, stützt seine großen Hände auf die Armlehnen und sagt, deine Großeltern behaupten zwar, du bist geistig zurückgeblieben, aber aus meiner Verwandtschaft ist niemand geistig zurückgeblieben. Darauf kannst du dich verlassen. Und deshalb benimmst du dich ab sofort wie ein kluger Junge. Benutz deinen Kopf. Wir sind in einer schwierigen Situation und du wirst genau tun, was ich sage, ohne Widerrede. Ist das angekommen? Ja, Sir. Seine Hand fährt mit mir durchs Haar und ich fühle, wie stark er ist, auch wenn er mir gar nicht wehtut. Gut, sagt er, sehr gut. Er geht in ein anderes Zimmer. Ich höre, wie eine Tür zuschlägt und irgendwelche Sachen herumgeschoben werden. Und als er zurückkommt, hat er einen Strick in der Hand. Ein Junge, der seinen eigenen Vater nicht kennt, könnte auch dumm genug sein, einfach wegzulaufen, sagt er. Das kann ich nicht zulassen. Nein, Sir. Was soll das heißen? Nein, Sir. Nein, Sir, das können Sie nicht zulassen. Dann fesselt er mir Füße und Hände zusammen und schlingt sich das Ende des Stricks um die Hüfte. Ich will was schlafen, solange noch Zeit ist, sagt er. Und wenn du so klug bist, wie ich glaube, machst du jetzt auch besser ein Nickerchen. Er knipst das Licht aus und legt sich neben den Sessel auf den Fußboden. Nur ein Arm dient ihm als Kopfkissen. Ich kann lange Zeit nicht feststellen, ob er wirklich schläft oder nur so tut, aber dann denke ich, es spielt sowieso keine Rolle. Wenn ich mich bewege, weckt das Seil ihn jedenfalls auf. Es kommt mir vor, als ob wir in diesem Zimmer angefroren sind. Dabei ist es richtig warm und stickig hier drin. Der weiße Sessel hält mich fest. Ich habe keine Kraft, mich aufzurichten. Füße und Hände fangen da, wo sie zusammengebunden sind, zu kribbeln an und bald kann ich kaum noch die Augen offen halten. Im Halbschlaf träume ich, im Zimmer nebenan ist eine Katze, die nach Milch schreit und ich muss immer noch an diese Katze denken, als irgendetwas an mir herumzupft.
Er sitzt im Dunkeln, ich kann sein Gesicht nicht sehen. Wach auf, du Schlafsack, sagt er. Ich will meinem Sohn mal ein paar Dinge erzählen, die er über seinen Vater wissen sollte. Erstens, wie gesagt, habe ich niemanden umgebracht. Ich bin so groß wie du, und daraus ziehen die Leute irgendwelche falschen Schlüsse. Kannst du mir folgen? Ja, Sir. Gut. Und dann zu den beiden Alten, bei denen du in den letzten Jahren gewohnt hast. Ich wette, sie haben dir nie die Geschenke gegeben, die ich dir geschickt habe, richtig? Nein, Sir, haben sie nicht. Er schüttelt bekümmert den Kopf. Das ist ein Verbrechen, einem Jungen die Geschenke seines Vaters vorzuenthalten. Dann hast du meine Briefe wahrscheinlich auch nicht bekommen. Nein, wenn sie die Geschenke nicht weitergegeben haben, haben sie die Briefe bestimmt einfach weggeschmissen. Ein weiteres Verbrechen gegen die Menschheit, wie ich das sehe. Sie haben mich von Anfang an nicht leiden können. Nicht nur wegen meines Aussehens, sondern auch, weil ich ihnen für ihre tolle Tochter nicht gut genug gewesen bin. Als ob man einem Mann sein hässliches oder brutales Aussehen übel nehmen darf, wenn er in seinem Herzen ein richtig liebevoller Mensch ist. Und das bin ich wirklich. Wenn ich einen traurigen Film sehe, muss ich immer weinen, und es macht mir gar nichts aus, das auch zuzugeben. Von den Straßenlaternen kommt gerade genug Licht durch die Vorhänge, dass ich einen Teil seines Gesichts sehen kann, als er es mir zuwendet. Und da ist tatsächlich eine nasse Stelle auf seiner Wange, aber die wischt er jetzt weg. Man hat mich eingesperrt wie ein Tier, sagt er. Ich habe mich jede Nacht in den Schlaf geweint, jede einzelne Nacht. Killer Kane, was für ein unfreundlicher Spitzname, den man mir angehängt hat. Du weißt doch, wie gemein manche Kinder sein können, so richtig tierisch gemein. Ich habe es selbst erlebt, aber nicht von Kindern, sondern von Erwachsenen, die es eigentlich besser wissen müssten. Aber die sind ja so ahnungslos und voller Hass, dass sie immer nur das Schlimmste glauben. Seine Stimme ist irgendwie rau und holprig, aber man muss ihm einfach zuhören, seinen Worten rauf und runter folgen, als ob man durch die Berge fährt und nie die andere Seite sehen kann, immer nur die Straße direkt vor einem. Man hat mir großes Unrecht zugefügt, Junge, sagt er. Diese Leute haben mir mein Leben gestohlen. Sie haben mir so viele Jahre weggenommen, dass sie mir auch gleich mit einem Messer das Herz hätten herausschneiden können. Jedenfalls habe ich das immer so empfunden, wenn ich nicht schlafen konnte und über das Unrecht nachgedacht habe, das man mir angetan hat. Diese Leute haben mir alle Übel dieser Welt angelastet. Ich rede von deinen Großeltern, ihren Eltern, die mich immer gehasst haben, und natürlich von der Polizei, die nicht fähig war, die Wahrheit zu erkennen. Er schweigt kurz und wischt sich wieder die Tränen von der Wange. Seiner Stimme ist nicht anzumerken, dass er weint, aber sein Gesicht ist von Tränen überströmt. Es glänzt richtig in dem bleichen Licht. Eben bin ich aufgewacht, weil es mich beunruhigt, dass du dich fragen könntest, warum ich sie noch mit keinem Wort erwähnt habe, deine Mutter. Vielleicht siehst du das immer noch falsch und glaubst, was man dir erzählt hat. Du warst ja noch so klein, als das passiert ist. Du hast ja gar nicht wissen können, wie das wirklich war. Jetzt steht er auf und geht zum Fernseher, weit genug, dass der Strick an mir zerrt. Dann kommt er zurück und hat ein Buch in der Hand. Weißt du, was das ist, Junge? Die Bibel, sage ich. Das kannst du sogar im Dunkeln erkennen? Sehr gut. Und jetzt pass auf, ich lege die rechte Hand auf diese Bibel, siehst du? Ja, Sir, ich sehe es. Und die andere Hand lege ich auf mein Herz. Kannst du das sehen? Ja, Sir, ich kann es sehen. Sehr schön, Junge. Und jetzt hör mir zu. Ich, Kenneth David Kane, schwöre bei allem, was heilig ist, dass ich die Mutter dieses Jungen nicht ermordet habe. Und wenn das nicht wahr ist, soll Gott mich auf der Stelle tot umfallen lassen. Ich warte, um zu sehen, ob irgendetwas passiert, aber es passiert nichts. Im Zimmer bleibt alles beim Alten. Es riecht immer noch nach Oma-Parfüm und aushäusigen Katzen, und meine Hände und Füße sind immer noch mit dem Strick gefesselt, den er sich um die Hüfte gebunden hat. Zufrieden? Fragt er. Ich will ihm antworten, aber mir schnürt sich die Kehle zu, und meine Zunge ist so trocken, dass ich kaum den Mund aufmachen kann. Ich kann nur daran denken, wie schwer seine Hand auf der Bibel gelegen hat. Ich habe dich etwas gefragt, Junge. Ja, Sir, sage ich. Ich bin zufrieden. Danach legt er sich wieder hin, und bald höre ich wieder seine schweren Atemzüge. Aber ich kann nicht schlafen. Ich sitze da wie ein Klotz,
bis die Sonne aufgeht und meine Gedanken wehren sich gegen das, woran ich nie mehr erinnert werden wollte. Kapitel 18. Traue niemals einem Krüppel. Ich warte, dass endlich etwas passiert. Die ganze Welt schläft, nur ich nicht, und sein schwerer Atem ist das einzige Geräusch. Als es hell wird, versuche ich durch die Vorhänge vor dem Fenster der alten Frau zu spähen, aber die Schneeflocken an den Scheiben lassen alles vollends undeutlich werden, und nicht viel anders sieht es auch in meinem Kopf aus. Als ich ihn vor mir auf dem Boden auf diesem zu kleinen Teppich liegen sehe, fällt mir die Geschichte ein, in der ein Riese im Schlaf von winzig kleinen Leuten gefesselt wird. Nicht, dass ich etwas unternehmen könnte. Ich bin bloß ein Klecks in diesem Sessel und fühle Hände und Füße nicht mehr. Schließlich kommt von irgendwo hinten ein Geräusch, gefolgt von hastigen, leisen Schritten, und mein Vater fährt so heftig hoch, dass er mich fast aus dem Sessel reißt. Er steht und wirft wilde Blicke um sich, und dann gleitet Loretta Lee ins Zimmer. »Frohe Weihnachten, Leute«, sagt sie. Sie hat eine Pizzaschachtel in der Hand und die hält sie uns hin wie ein Geschenk. »Wo ist Iggy?«, fragt mein Vater. »Der wartet auf den Weihnachtsmann«, sagt Loretta. »Heute Morgen ist alles geschlossen, aber die Pizza hatten wir noch übrig. Bedient euch!« »Legt sie auf den Tisch«, sagt er und zieht mich an dem Strick auf die Beine. Und mit einem kalten Blick zu ihr: »Hau ab und hol Iggy!« Loretta Lee hat einen langen Wintermantel an, der sauber und ganz neu aussieht. Wahrscheinlich hat sie ihn zu Weihnachten bekommen. Aber ihre dünnen Beine sind nackt, jedenfalls da, wo sie in diesen alten Gummistiefeln verschwindet. Sie raucht eine Zigarette und sieht meinen Vater durch den Qualm blinzelt an, als ob sie herauszufinden versucht, was er jetzt denkt. Warum kannst du nicht freundlich sein, Kenny?«, fragt sie. »Weißt du nicht mehr, wie gut wir in den alten Zeiten miteinander ausgekommen sind?« »Die alten Zeiten sind vorbei«, sagt er. »Ist das alles, was du uns geben kannst? Kalte Pizza von gestern?« »Hey, Pizza ist sehr gesund«, sagt sie. »Da sind Vitamine drin und alles. Ich will mit Iggy sprechen.« Loretta zieht an ihrer Zigarette und zeigt ein schiefes Lächeln. Ihr Blick wandert immer wieder mal kurz zu mir und meinen Fesseln, aber meistens sieht sie ihn an. »Ick wird bald aufstehen«, sagt sie. »Er hat eine harte Nacht hinter sich.« »Ich habe was mit ihm zu besprechen, Loretta«, sagt er. »Was Wichtiges.« »Ja, sicher«, sagt sie, dreht sich um und schlurft in ihren Stiefeln zur Hintertür. Die Pizzaschachtel liegt auf dem Tisch, aber mein Vater sagt, wir dürfen nichts essen, was sie mit ihren dreckigen Händen angefasst hat. Dann führt er mich in diese finstere kleine Küche und bindet mich los. Wir durchsuchen die Schränke und finden hauptsächlich Schachteln mit Trockenpflaumen und uralte Haferflocken. Die Sachen im Kühlschrank sind alle längst schlecht geworden, also esse ich einen Teller Cornflakes mit Wasser. Und ich habe solchen Hunger, dass es mir beinahe sogar schmeckt. »Das ist nur ein vorübergehender Zustand«, sagt er. »Wenn mein Plan aufgeht und wir unsere Karten richtig ausspielen, können wir leben wie die Könige.« Er unterspricht sich und blinzelt mich an, als ob er mir in den Kopf sehen will. »Wir haben großartige Zeiten vor uns. Na, freut dich das, Junge?« »Ja, Sir.« Er macht ein nachdenkliches Gesicht. »Ich hatte viel Zeit, mir den Plan zurechtzulegen. Viel Zeit, Menschen zu beobachten und herauszufinden, was in ihnen vorgeht. Als erstes besorgen wir uns einen Bus, einen richtig großen Campingbus. Sowas beeindruckt die Leute, das ist immer wichtig. An die Seite schreiben wir Prediger Kenneth David Kane. Vielleicht nehmen wir auch einen anderen Namen, nur um ganz sicher zu gehen. Hättest du gedacht, dass ich ein Mann Gottes bin, Junge? Hättest du mir das angesehen?« »Ja, Sir«, sage ich. »Ich meine, nein, Sir.« »Was soll das heißen, Junge?« »Ich weiß nicht, Sir.« Er streckt die Hand aus und fährt mir durch die Haare. »Das kommt noch«, sagt er. »Demnächst stehst du in einem schicken Anzug vor unserem Bus und sammelst Geld in einem Körbchen. Du wirst es nicht zu stehen brauchen, weil die Menschen einem Mann Gottes gerne etwas spenden. Und am liebsten hören sie von einem schlechten Mann, der sich gebessert hat. Ich habe gelernt, das Wort Gottes vor ungebildeten Sträflingen zu predigen, aber diese Männer waren auch nicht unwissender als viele andere Leute. Nein, nein, wir werden prima über die Runden kommen.« Als ich mit den Cornflakes fertig bin, fesselt er mich wieder. »Nur zur Vorsicht«, sagt er. »Bis du endgültig bekehrt bist, kann ich nichts riskieren. Willst du das nicht sehen?« »Ja, Sir.«
Er klopft sich grinsend an die Brust und sagt: Du siehst es bereits, Junge. Ich bin das Licht und dass du mir das nie vergisst. Er stellt den Fernseher an, aber das Ding bringt es nicht mehr. Er probiert alle Kanäle durch, kriegt aber nur Bildsalat und flucht wütend auf die alte Frau und ihren blöden Kasten. Dabei laufen jetzt sowieso nur Weihnachtssendungen und Zeichentrickfilme und er will ja die Nachrichten sehen, ob wir da schon drin sind. Ich wette, die vermissen dich noch gar nicht, sagt er. Wenn sie dich wie ein Tier in den Keller sperren, wie sollen sie dann mitbekommen, dass du nicht mehr da bist? Wir sitzen herum und warten auf Iggy, als plötzlich grelles Blaulicht über die Vorhänge zuckt. Er packt mich am Kragen und zieht mich neben sich auf den Boden. Das weißblaue Flackern bewegt sich langsam vorbei und leuchtet das ganze Zimmer aus. Vielleicht suchen sie einen anderen, sagt er. In so einer Gegend ist immer irgendwas los. Aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Als die Lichter weg sind, kriecht er ans Fenster und sieht hinaus. Es gibt nichts Dümmeres als einen dummen Polizisten, sagt er. Wenn die wirklich so schlau wären, würden die Weihnachten nicht arbeiten, stimmt doch. Ja, Sir, sage ich. Halt den Mund, Junge, ich muss nachdenken. Ich liege immer noch gefesselt auf dem Boden, als Iggy durch die Hintertür reinschleicht. Ich erkenne ihn an seinem schlurfenden Gang und den schweren Stiefeln. Kenny, flüstert er, bist du da? Natürlich bin ich da, sagt er, komm rein. Iggy kommt ins Zimmer und sieht sich hektisch um. Er scheint ihn zu überraschen, dass ich gefesselt bin, aber dann zuckt er die Achseln und beachtet mich gar nicht mehr. Ganz schön knapp, sagt er. Hast du den Streifenwagen gesehen? Hab ich. Die sind direkt zu mir an die Tür gekommen und haben nach dem Jungen gefragt, sagt er. Ich habe ihnen gesagt, kommt wieder, wenn ihr einen Durchsuchungsbefehl habt. Dann könnt ihr nachsehen, was ich unter meinem Bett versteckt habe. Aber ich habe sie von der Tür aus in die Wohnung sehen lassen, damit sie sich überzeugen konnten, dass du nicht da bist. Und? Haben sie sich überzeugen lassen? Das kann man bei den Bullen nie wissen. Plötzlich legt mein Vater ihm einen Arm um die Schultern und drückt ihn, und ich sehe den kalten, ängstlichen Blick in Iggys Augen und den feuchten Mund in seinem Bart. Du hast mich verpfiffen, gib's zu, sagt mein Vater. Warum hätten sie sonst ausgerechnet als erstes zu dir kommen sollen? Iggy lacht, aber es klingt ziemlich nervös. Das war dieser verkrüppelte Zwerg, sagt er. Den hatten sie im Wagen mitgebracht. Loretta hat ihn erkannt. Sie hat ihn durchs Fenster gesehen. Freak. Was für ein Zwerg? Fragt mein Vater. Glaubst du, auf sowas fall ich rein? Iggy zeigt auf mich und sagt: Frag ihn, ob er mit einem Zwerg befreundet ist. Die beiden haben Lorettas Handtasche geklaut. Deswegen kennen sie unsere Wohnung. Ehrlich, Kenny, das ist die reine Wahrheit. Mein Vater kniet sich neben mich und sieht mir in die Augen. Seine Miene ist völlig ausdruckslos. Nun, sagt er, dann erzähl mal. Wir haben die Tasche nicht gestohlen, sage ich. Wir haben sie nur zurückgebracht. Ach, sagt mein Vater, das ist ja eine tolle Geschichte. Gefällt mir wirklich sehr. Iggy spricht ziemlich hastig, als ob er das nur schnell loswerden und dann endlich verschwinden möchte. Der Krüppel ist der Sohn von Gwen. Erinnerst du dich an Gwen? Loretta sagt, sie und deine Frau waren früher mal befreundet. Mein Vater streckt die Hand aus und drückt Iggy in den Omasessel. Vergiss diese Frau. Entscheidend ist nur, dass die Polizei auf dich gekommen ist, nicht durch wen. Und wie sollen wir jetzt weitermachen? Iggy kratzt sich am Bart und will etwas sagen, aber mein Vater kommt ihm zuvor. Halt den Mund und lass mich nachdenken. Iggy hält den Mund. Manchmal sieht er verstohlen zu mir runter, als ob er mit den Augen etwas sagen will, aber ich komme nicht dahinter, was er meint. Nach einer Weile sagt mein Vater: Als erstes besorgst du mir eine Schusswaffe. Irgendetwas Kleines, aber Praktisches. Und dann ein Transportmittel. Was ist mir egal, Hauptsache es fährt. Kannst du das für mich tun? Iggy sagt, kann er, kein Problem. Dann tu es, sagt mein Vater. Je schneller, desto besser. Iggy schiebt ab, er geht rückwärts aus dem Zimmer. Mein Vater zieht mich an dem Strick hoch und sagt: Ich weiß, du bist nicht so dumm und verschwendest deine Zeit damit, zusammen mit einem Krüppel Handtaschen zu klauen. Einem Krüppel kann man nicht trauen, aber das hast du ja inzwischen selbst kapiert, oder? Er ruckelt an dem Seil. Ja, Sir.
Und ich wechsle mal wieder das Bild. Und jetzt sehen wir uns einfach mal das Logo an. Kapitel 19. In die schwarze Unterwelt. Wir müssen die Wohnung der alten Frau verlassen. Man kann ja nie wissen, womöglich kommt die Polizei wieder. Sie sind wie Ameisen, sagt mein Vater. Nicht besonders klug, aber sehr zahlreich und hartnäckig. Das Haus auf der anderen Seite des Durchgangs ist mit Brettern zugenagelt. Früher war es bewohnt, aber dann ist es abgebrannt und mein Vater beschließt, dass wir uns dort verstecken, bis Iggy ein Auto besorgt hat. Er zerrt mit einer Hand ein großes Stück Sperrholz von einem der Fenster. Das Quietschen der Nägel hört sich an wie kreischendes Kratzen, und dann springt auf einmal tatsächlich eine schwarze Katze aus der Öffnung. Mein Vater zuckt so heftig zusammen, dass er mich umreißt und ich mit dem Kopf auf den Boden schlage. Blödes Vieh, sagt er. Komm, steh auf, das ist nur ein Kratzer. Das bisschen Blut bringt dich nicht um. Es bringt mich nicht um, und irgendwie gefällt mir der salzige Geschmack im Mund sogar. Ich fühle mich plötzlich wacher. Geh da rein, sagt er, und dann zieht er mich durch dieses ausgebrannte Fenster ins Innere des Gebäudes. Dort ist alles triefnass und schwarz, bis auf die Stelle, wo durch Löcher im Dach Schnee eingedrungen ist. Die meisten Innenwände stehen nicht mehr, und man sieht noch, wo der Hauptbalken vom Feuer aufgefressen wurde. Überall hängen alte Rohre und Drähte herum, und der Boden ist mit rauchfarbenen Glassplittern übersehen. Ich habe mich schon immer gefragt, wie es wohl in der Hölle aussehen mag, sagt er. Jetzt weiß ich es. Er entdeckt die Treppe, die in den Keller führt. Der Zugang ist mit Brettern abgedeckt, und die zieht er jetzt beiseite. Hier kannst du dich wie zu Hause fühlen, sagt er. In deinem Kellerloch sah es auch nicht viel anders aus. Es ist so dunkel. Er muss sein Feuerzeug anmachen, aber die kümmerliche Flamme reicht nicht mal bis ans Ende der Treppe. Du gehst vor, sagt er. Wenn wir zusammen auf einer Stufe stehen, könnte sie einbrechen. Die Stufen sind aus starkem Holz, aber glitschig und irgendwie schwammig an den Stellen, auf die seit Jahren Wasser getropft ist, und ich spüre richtig, wie sie sich unter meinen Füßen durchbiegen. Es gibt zwar ein Geländer, aber mit zusammengebundenen Händen nützt mir das nicht viel, und so wie er das Feuerzeug hält, könnte ich genauso gut die Augen zumachen, denn ich sehe in dieser Finsternis sowieso nichts. Ich rutsche aus und gerate ins Stolpern, aber er hält mich am Seil fest, und dann hänge ich mit den Füßen strampelnd in der Luft und höre ihn sagen: Immer mit der Ruhe, Junge, eine Stufe nach der anderen. Schließlich kommen wir unten an. Durch das schmale Kellerfenster fällt ein schräger Streifen Licht genug, dass wir uns durch all den verbrannten Schutt tasten können, der von oben runtergefallen ist. Die Unterkunft könnte besser sein, sagt er. Das gebe ich zu. Sobald Iggy die Sachen besorgt hat, machen wir uns auf die Socken. Er bindet mir wieder die Füße zusammen und wickelt das Seil stramm um einen kaputten alten Heizkessel, der umgestürzt auf dem Boden liegt. Ich kann mich kaum bewegen und auch nicht hinter mich sehen. Du musst das verstehen, ich kann dir noch nicht trauen, sagt er. Wenn wir erstmal unterwegs sind, wird alles anders. Deine Klugheit wird mit jeder Meile wachsen, die wir zwischen uns und diesem Ort hier bringen. Er reißt mir ein Stück vom Hemd ab und bindet mir den Mund damit zu, sagt er. Nicht schreien und die ganze Nachbarschaft aufwecke. Ja. Was? Er reißt mir ein Stück vom Hemd ab und bindet mir den Mund zu, damit ich, sagt er, nicht schreie und die ganze Nachbarschaft aufwecke. Er streicht mir noch einmal ganz leise übers Haar. Ich bin mir ziemlich sicher, er lächelt mich freundlich an, auch wenn es so düster ist, dass man kaum etwas erkennt. Bleib einfach hier sitzen und warte einen Moment, sagt er. Ich muss mit jemandem über ein Auto sprechen. Dann gleitet er davon und ich verhalte mich still für den Fall, dass das ein Trick ist und er sich in Wirklichkeit von hinten an mich ranschleicht, um zu sehen, ob ich meine Hände freikriegen kann. Aber das kann ich nicht. Der Strick schneidet mir so fest in die Handgelenke, dass sie ganz betäubt und geschwollen sind. Und schließlich gebe ich alle weiteren Versuche auf und sitze bloß noch da und warte, dass meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Das schmale Fenster zeichnet sich halbwegs deutlich ab. Es ist kaum breit genug für eine Katze.
Darunter ist ein großer Haufen Kohle an die Grundmauer geschüttet. Von oben kommen knarrende Geräusche, als er dort herumgeht und sich bemüht, möglichst leise aufzutreten. Ich höre mir das an und versuche durch das kleine Fenster zu spähen, und plötzlich bewegt sich etwas dort hinter dem Licht. Ich glaube, ich höre am Fenster so etwas wie eine Katze, wie ein Kratzen, aber man kann nicht alles glauben, was man im Dunkeln hört. Was auch immer es ist, es geht jedenfalls wieder, und ich denke, wahrscheinlich war das nur eine Katze oder vielleicht ein Hund, der da oben rumgeschnüffelt hat. Und dann halte ich nur noch still, denn je mehr ich mich bewege, desto fester zieht sich der Strick zusammen. Als nächstes höre ich etwas auf der Treppe. Füße, die ganz leicht aufzutreten versuchen. Und dann geht eine Taschenlampe an und eine Frauenstimme fragt: Bist du hier, Junge? Loretta Lee. Ich kann nichts sagen, weil mir ja der Mund zugebunden ist. Ich kann nur ein bisschen mit den Füßen scharren, um mir zu zeigen, wo ich bin. Ihrer zittrigen, dünnen Stimme kann man anhören, dass die Dunkelheit ihr Angst macht. Junge, sag mir, dass du es bist. Großer Gott, was mache ich eigentlich hier? Dann fällt mir das Licht der Taschenlampe direkt in die Augen. Und sie stolpert über das Gerümpel zu mir hin. Als erstes nimmt sie mir den Knebel ab und ich hole so tief Luft, dass mir die Lunge wehtut. Das ist nicht richtig, flüstert sie. Den eigenen Sohn zu fesseln, das ist nicht richtig. Er ist wirklich nicht mehr der Mann, den ich mal gekannt habe. Ich will etwas sagen, weiß aber nicht was, aber mein Mund ist sowieso ganz ausgetrocknet. Sie hat die Taschenlampe auf den Boden gestellt, sodass der Lichtkegel nach oben zeigt, und jetzt versucht sie, den Strick aufzubinden. Knoten machen kann er, das muss man ihm lassen, sagt sie. Sie fummelt weiter und ich spüre, wie ihre Hände zittern. Außerdem höre ich oben die Bodenbretter knarren. Bin mir aber nicht sicher, es könnte auch nur der Wind sein. Loretta sagt: Pass auf, Iggy lenkt ihn so ab, lange ab, bis ich dich befreit habe. Ist das nicht ein guter Plan? Auf den Straßen laufen genug Polizisten für einen ganzen Krieg herum. Wir sind also einigermaßen in Sicherheit, wenn wir erstmal aus diesem verdammten Loch rauskommen. Ihre Hände zerren an dem Seil, nervös und hastig, aber dann zieht sich der Knoten nur noch fester zusammen. Schließlich kommt sie auf die Idee, den Strick an der schartigen Kante des Heizkessels durchzuscheuern. Das habe ich mal in einem Film gesehen, flüstert sie. Den Titel habe ich vergessen. Sie rubbelt das Seil an der scharfen Kante dieses alten Heizkessels und nach einer Weile hat sie es durch. Aber der eine Schnitt reicht nicht. Sie muss das Ganze noch zweimal wiederholen, bis das Seil endlich abgeht. Und ich kann ihr kaum dabei helfen. So gefühllos und geschwollen sind meine Hände. Jetzt müssen wir nur noch deine Füße freikriegen, sagt sie. Ich kann dich ja wohl nicht raustragen. Meinst du, dass du gehen kannst, wenn ich dich losgebunden habe? Ja, Madame, sage ich. Das bringt sie zum Kichern. Wie höflich wir auf einmal sein können, sagt sie. So, das dürfte reichen. Meine Füße kommen frei. Ich versuche aufzustehen und muss mich dabei leicht auf sie stützen. Moment, Schätzchen. Ich will noch die Taschenlampe aufheben. Sie bückt sich danach und dann gibt sie einen Ton von sich, als ob ihr was im Hals stecken geblieben ist. Zwei große Hände haben sich um ihren Hals gelegt. Ich sehe meinen Vater riesenhaft aus dem Dunkel kommen. Er drückt ihr mit beiden Händen die Kehle zu und schiebt sie von mir weg. Dumme Gans, sagt er. Ich werde dich lehren, mit deinen schmutzigen Fingern meinen Sohn anzufassen. Loretta kann nicht sprechen. Sie fällt auf die Knie und versucht, seine Hände von ihrem Hals wegzuziehen. Aber das ist sinnlos. Sie schafft es nicht. Er erwürgt sie mit bloßen Händen und niemand kann ihn aufhalten. Niemand, niemand. Kapitel 20. Freak, der Starke, schlägt wieder zu. Sogar ein Vollidiot wie ich weiß, dass man Killer Kane nicht aufhalten kann, aber ich versuche es trotzdem. Meine Hände sind immer noch wie ausgeschaltet und ich gehe und gehen kann ich auch kaum. Also lasse ich mich einfach irgendwie auf ihn fallen und versuche ihn von ihr wegzustoßen. Ich schreie: Hör auf! Ich sehe dich! Ich sehe dich! Daddy, bitte, bitte, hör auf, du bringst sie um! Er schnipst mich einfach weg. Er ist aus Eisen und Stahl. Er knirscht mit den Zähnen und drückt ihr die Kehle zu. Man sieht das Weiße in ihren Augen. Sie hat schon aufgehört, sich zu wehren.
Ich versuche mich dazwischen zu werfen und schreie, ich hab gesehen, wie du sie ermordet hast. Ich hab gesehen, wie du Mama ermordet hast. Das hab ich nie vergessen. Ich weiß, du hast sie ermordet. Ich weiß es. Es ist, als ob ich unter Wasser gefangen bin. Ich fühle mich flau und kraftlos. Ich komme nicht gegen ihn an, kann ihm nicht die Finger vom Hals meiner Mutter reißen, von Lorettas Hals. Denn jetzt gerät alles durcheinander. Er macht wie mit Loretta Lee dasselbe wie damals mit meiner Mutter. Er quetscht ihr das Leben aus dem Leib. Er hat wieder denselben kalten Killerblick, denn er will, dass sie stirbt. So wie er gewollt hat, dass Mama stirbt. Und für ihn zählt ausschließlich, was er will. Ich schubse ihn im Dunkeln an ihm herum. Das Licht fällt ihr in die Augen und da sehe ich, sie starrt mich an und sie ist so weit weg. Ich komme mir vor wie 4 Jahre, alt. Beobachte die Szene durch den Spalt der Schlafzimmertür und stürze mich hinein, um mit meinen kleinen Fäusten auf ihn einzutrommeln, während ihr das Licht aus den Augen schwindet. Aber ich bekomme ihn nicht von ihr los und kann immer nur schreien, ich weiß, du hast sie umgebracht, ich hab's gesehen, ich hab dich dabei gesehen, du hast sie ermordet, das vergesse ich nie, niemals. Schließlich wirft er mit einem Ruck den Kopf herum, ich spüre, dass er mich ansieht und dann lässt er sie los. Loretta rutscht nach unten und ich höre sie im Dunkel des Kellers atmen wie einen verletzten Vogel. Wie war das? Sagt er und streckt die Hand nach mir aus. Was hast du gesagt? Ich hab dich dabei gesehen, sage ich. Ich habe gesehen, wie du meine Mama ermordet hast. Da warst du ja nicht mal 4 Jahre alt, sagt er und schlingt mir seine riesigen Hände um den Hals, allerdings nur ganz leicht. Ich fühle sein Herz schlagen, ich spüre seinen kühlen Atem im Gesicht und möchte am liebsten einschlafen. Du kannst dich unmöglich daran erinnern, sagt er. Das bildest du dir nur ein. Nein, sage ich, ich erinnere mich ganz genau. Das kommt nur daher, weil sie dich gegen mich aufgehetzt haben. Sie haben dir das so lange eingebildet, dass du jetzt glaubst, eingeredet, dass du jetzt glaubst, du könntest dich daran erinnern. Er zieht mich näher heran, hält mich noch immer locker am Hals und ich spüre den Puls in seinen Händen. Sie sprechen nie davon, sage ich. Das brauchen sie gar nicht, weil ich es sowieso nicht vergessen kann. Auch wenn ich mir noch so große Mühe gebe. Nein, sagt er, und sein Gesicht ist meinem so nah, dass ich die Wärme davon aufsteigen fühle. Unmöglich, das kann nicht sein. Du hattest eine braune Korthose an, sage ich. Ich rede so schnell, dass ich innerlich zu zittern anfange. Und ein schwarzes T-Shirt ohne Ärmel. Ich wollte dich wegziehen, aber ich konnte nicht. Und dann hast du mich in meinem Zimmer zurückgetragen und mich ins Bett gelegt und gesagt, ich hätte das alles nur geträumt. Du hast mich im Zimmer eingeschlossen, aber ich bin ans Fenster gelaufen und habe es mit den bloßen Hand eingeschlagen und um Hilfe geschrien. Es soll jemand kommen und meiner Mama helfen. Mein Vater stöhnt auf. Gott, ich wünschte, ich hätte das nicht getan, Junge. Es hat mich Jahre meines Lebens gekostet. Sie haben dich geschnappt, Daddy, und sie haben dich für immer eingesperrt. Aber du hast sie reingelegt, und da haben sie dich wieder gehen lassen. Ich muss das zu Ende bringen, sagt er, als ob er mit sich selbst redet. Ich muss das zu Ende bringen und von hier verschwinden. Und dann krallt er mir entschlossen die Hände um den Hals. Ich versuche mich zu wehren, aber ich bin so klein und schwach, und er ist so groß und stark. Ich kann ihn nicht aufhalten. Niemand kann Killer Kane aufhalten. Er drückt mir den Hals zu, endlos. Ich bin schon ganz weit weg, falle langsam schwebend und wie im Traum nach unten, als ich plötzlich das Splittern einer Fensterscheibe höre. Dann von weit her eine schwache Stimme. Hände hoch, Schurke! Und dann falle ich wirklich und die Luft strömt mir so schnell in die Lunge zurück, dass es weh tut. Ich liege verkrümmt auf dem Boden und sehe Freak. Er ist durch das Kellerfenster über den Kohlehaufen nach unten gerutscht und versucht gerade aufzustehen. Ich warne sie, sagt er auf seine wilde, dreiste Art. Er hat eine Wasserpistole in der Hand, eins von diesen Riesendingern, in die ein paar Liter Wasser reingehen. Killer Kane starrt mich an, dann Loretta, die sich stöhnt am Boden wälzt, dann sieht er Freak an, schüttelt den Kopf und sagt, glaubst du, ich kann ein echtes Gewehr nicht von einem falschen unterscheiden, du Missgeburt? Und schon will er nach ihm greifen.
Freak stolpert ein paar Schritte zurück, aber er kann ja nicht richtig laufen und selbst wenn er laufen könnte, hätte er gar keinen Platz dazu. Soll das etwa dein Komplize sein? Fragt mich Killer Kane. Allmählich glaube ich, du bist tatsächlich geistig zurückgeblieben. Freak zielt ihm mit der Wasserpistole direkt ins Gesicht und sagt: Raten Sie mal, was ich zu Weihnachten bekommen habe, Mr. Kane. Aber machen Sie keinen Fehler, Ihr Leben hängt nämlich davon ab. Killer Kane sagt kein Wort. Er streckt nur die Hand aus, ganz langsam, weil er weiß, dass Freak nicht weglaufen kann. Ich habe zu Weihnachten diese Wasserpistole bekommen, sagt Freak. Und einen Chemiekasten. Killer Kane sieht die Wasserpistole an und schüttelt den Kopf, als ob er sagen will: Willst du mich auf den Arm nehmen? Schwefelsäure, sagt Freak. Er hebt die Waffe und visiert am Lauf entlang. Das gute, alte, zuverlässige H2SO4. Eine ölige, klare, ätzende Flüssigkeit, die in Farben, Sprengstoff und vielen chemischen Experimenten verwendet wird. Killer Kane sagt: Du lügst, Junge. Mich kannst du nicht reinlegen. Und er drückt Freak auf den Abzug und spritzt ihm das Zeug in die Augen. Killer Kane stößt einen schrillen, panischen Schrei aus und treibt verzweifelt an seinen Augen herum. Und irgendwie hat sein Geschrei mich aufgeweckt. Denn plötzlich trage ich Freak auf den Arm und laufe auf meinen immer noch gefühllosen Füßen so schnell ich kann durch die Dunkelheit der Treppe. Zur Treppe. Schneller, kreischt Freak. Er ist direkt hinter dir, schneller! Ich kann mich nicht umdrehen, aber ich spüre ihn, spüre seinen eiskalten Atem im Nacken und seine Hände, die sich blind nach mir ausstrecken. Und dann bin ich auf der Treppe und renne hinauf. Die Stufen brechen unter meinen Füßen ein. Ich höre sein wütendes Gebrüll hinter mir und fühle seine Hände an meinen Knöcheln, als er mich festzuhalten versucht, aber nur für eine Sekunde. Ich trete mich frei und schon stürmen wir aus dem Kellerloch ins Erdgeschoss. Tageslicht dringt durch die Ritzen der zugenagelten Fenster. Ich lege schützend die Arme um Freak und stürze mich mit einem Riesensatz durch die Bretter. Krach! Geblendet von der Sonne schlittern und schwelzen wir uns in dem sauberen, kalten Schnee. Hände greifen nach mir und ich versuche mich loszustrampeln. Ruhig, sagt eine Stimme. Ganz ruhig, Junge, alles in Ordnung. Iggy Lee. Er blickt mit roten Augen auf mich hinunter und ich kann sehen, wo er sich den Bart abgekauft hat. Ich sitze im Schnee und blinzle zu Iggy hoch. Und überall sind Polizisten, Millionen von Polizisten und Freak lacht wie ein Irrer und sagt: Es hat funktioniert! Er ist drauf reingefallen. Er ist drauf reingefallen. Seife und Essig und Currypulver. Ein echtes Zaubermittel. Ich verstehe überhaupt nicht, wovon er redet. Erst später komme ich dahinter, dass er gar keine Säure in seiner Wasserpistole hatte, sondern bloß Seife, Essig und Currypulver. Und Killer Kane hatte sich nur eingebildet, das Zeug würde ihm die Augen verätzen. Killer Kane, der sich noch immer verzweifelt die Augen reibt und um Hilfe bittet, als man ihm Handschellen anlegt und ihn in ein Polizeiauto verfrachtet. Fürs Erste kann ich aber nur an die arme Loretta denken. Ich sage dem Polizisten, dass sie noch da unten im Keller liegt. Ich habe Angst, dass mir keiner zuhört, aber das tun sie anscheinend doch, denn kurz darauf tragen sie sie aus dem Keller und Iggy stürzt zu ihr hin und schreit ihren Namen. Sie atmet noch, sagt jemand. Da taucht Graham aus dem Gewühl der Polizisten auf, dicht gefolgt von Grimm, und auch Gwen ist dabei. Und alle machen ein ziemliches Theater und heulen, besonders Graham, dem ich so fest in die Arme nimmt, dass ich kaum noch Luft bekomme. Die schöne Gwen fällt Freak in den Armen und sagt, die schöne Gwen hält Freak in den Armen und sagt: Du solltest doch im Auto bleiben. Kannst du nicht hören? Kannst du nicht hören? Ich sehe über Grahams Schulter, wie er über Gwens Schulter zu mir rüber sieht, und als sie ihn wegträgt, hebt er triumphierend den Daumen. Freak der Starke, sagt er. Freak der Starke hat wieder zugeschlagen. Noch ein anderes Bild.
Dann gibt's doch noch das Bild hier. Kapitel 21. Ein Versehen der Natur. Wir mussten dann natürlich alle zur Polizeiwache, wo man jede Menge Fotos von den blauen Flecken an meinem Hals machte und schließlich auch darauf bestand, dass ich mich röntgen lassen sollte. Weshalb wir dann erst mal ins Krankenhaus rübergingen und das erledigten, um danach wieder die Polizeiwache aufzusuchen, was alles mir fast genauso an die Nieren ging wie die ganze Entführung vorher. Als wir das zweite Mal bei der Polizei sind und Grimm mit mir zusammen in einem Büro wartet, sagt er: Du glaubst gar nicht, was denn für ein Gefühl das war, aus dem Keller zu kommen und diese zwei Fußspuren im Schnee zu sehen. Ich wusste, dass er es war. Ich habe es sofort gewusst. Er bat Grant so lange, nach Hause zu gehen, bis sie es schließlich tat. Und wir blieben tatsächlich tat. Und wir blieben tatsächlich noch stundenlang auf der Wache, weil ich die ganze Geschichte immer und immer wieder von vorn erzählen musste, bis ich dachte, ich falle tot vom Stuhl, wenn ich noch ein einziges Mal gefragt werde, was passiert ist, nachdem ich im Dunkeln aufgewacht und aus meinem Bett entführt worden war. Grim tätschelt mir beruhigend den Arm und sagt: Das ist wichtig, Max. Vielleicht sperren sie ihn diesmal für immer ein. Das sagen sie alle die ganze Zeit, dass sie Killer Kane jetzt endlich da haben, wo sie ihn haben wollen. Verstoß gegen die Bewährungsauflagen, Verstoß gegen die Unterlassungsauflagen, Entführung eines Minderjährigen, zweifacher versuchter Mord an mir und der heldenhaften Rockerbraut, wie Loretta Lee von den Zeitungen getauft wurde. Wie man hört, ist sie ziemlich schwer verletzt. Er hat ihr einen Knochen im Hals gebrochen, aber angeblich soll sie wieder gesund werden, auch wenn das noch eine ganze Weile dauern kann. Als ich Iggy damals im Krankenhaus warten sah, kaute er sich vor Sorge ein richtiges Loch in den Bart, und ich dachte, eigentlich ist er doch gar kein so übler Kerl. Womit, wie Grimm sagt, wieder einmal bewiesen wäre, dass man einen Menschen nie nach dem Äußeren beurteilen sollte. Alles in allem sind das, was ihr euch vorstellen könnt, reichlich seltsame Weihnachtsferien, und Graham bemuttert mich schrecklich und will mich nicht mehr im Keller schlafen lassen. Es ist mir egal, ob es hinter Schloss und erst, es ist mir egal, ob er hinter Schloss und Riegel ist, sagt sie. Grimm sagt, ich soll der Frau bitte ihren Willen lassen, sie sorgt sich halb zu Tode. Also schlafe ich oben auf dem Klappbett, und Graham kommt dauernd nachsehen, ob ich noch da bin. Das nervt, aber sie kann nicht anders. Und irgendwie bin ich ja auch froh, dass ich nicht allein in der Unterwelt liege. Und Freak, naja, als die schöne Gwen mit ihm nach Hause kommt, kriegt sie einen Wutanfall, weil er ihren ausdrücklichen Befehl missachtet und sich weggeschlichen hat, um mich zu befreien. Aber nach einer Weile beruhigt sie sich und sieht nur noch kopfschüttelnd an. Sieht ihn nur noch kopfschüttelnd an. Was soll ich mit dir nur anfangen, sagt sie. Gib mich zur Adoption frei, sagt er. Ich möchte bei den Watsons leben, bei den Waltons leben. Er meint diese Fernsehserie, die andauernd wiederholt wird, und natürlich zieht er sie nur auf, aber die schöne Gwen findet das gar nicht komisch. Keine verrückten Abenteuer mehr, keine gefährlichen Suchen, junger Mann. Du musst vorsichtig sein, sagt sie immer wieder. Ganz besonders vorsichtig. Sie meint die Schwierigkeiten, die er manchmal mit dem Atmen hat, weil sein Inneres irgendwie schneller wächst als sein Äußeres, das eigentlich noch überhaupt nicht gewachsen ist. Freak geht jetzt alle paar Monate in diese medizinische Forschungsanstalt, aber nur ungern, auch wenn ihm dort niemand Schmerzen zufügt. Dr. Spivack sagt, mein einzigartiger Status als sein Wunderwerk genetischer Aberration macht mich zu einem Gegenstand heftiger Neugier, erklärt er auf seine hochtrabende Art. Spezialisten in aller Welt sind mit meinem Fall vertraut. Und was ist mit der geheimen Operation, frage ich, als die schöne Gwen uns nicht hören kann. Wo du einen Roboterkörper kriegen sollst? Freak macht ein abgeklärtes, wissenschaftliches Gesicht und antwortet immer dasselbe. Die bionische Forschung geht weiter, mein Freund. Die Arbeit wird fortgesetzt. Ich weiß nicht, warum ich ihn so oft danach frage, denn eigentlich läuft es mir bei der Vorstellung kalt den Rücken runter.
Man sollte meinen, ich könnte das genauso locker sehen wie Freak. Schließlich soll er ja diesen neuen bionischen Körper bekommen. Aber schon bei dem Gedanken daran könnte ich aufspringen und wild durch die Gegend rennen. Ich sage Graham immer wieder, dass ich nicht zur Schule möchte, wenn Freak ins Krankenhaus muss, weil wir doch sozusagen ein Team sind. Aber das lässt sie nicht gelten. Ich weiß, dass Kevin dir sehr geholfen hat, sagt sie. Aber du hast doch auch selbst ein Gehirn, Junge, oder? Ja, von wegen. Nach den Weihnachtsferien hat sich in der Schule auch noch etwas anderes geändert. Alle sind neidisch, dass unsere Bilder in der Zeitung und im Lokalfernsehen zu sehen waren. Mrs. Sonelli nennt uns in der Englischstunde das dynamische Duo und hängt ein Zeitungsfoto von uns ans schwarze Brett. Und natürlich hat uns irgendein Idiot gleich am ersten Tag Schnurrbärte angemalt. Freak sagt, er sieht doch gut mit einem Schnurrbart aus und kann es kaum abwarten, bis er einen richtigen bekommt, und Mrs. Donnelly soll das Bild einfach hängen lassen. Ich selbst habe die ganze Sache praktisch sofort vergessen. Mir graust vor der Vorstellung, dass ich bei dem Prozess aussagen muss, dass ich da erzählen muss, was wirklich passiert ist. Aber alle sagen, das muss ich machen, wenn ich will, dass er für den Rest seines Lebens eingesperrt wird. Und das will ich, besonders nach dem, was er der armen Loretta angetan hat, die mir doch nur helfen wollte. Wenn du nicht willst, kann dich niemand dazu zwingen, sagt Freak. Ein Sohn braucht nicht gegen seinen Vater auszusagen. Grimm meint, das würde mir gut tun. Außerdem macht er sich Sorgen, dass sie ihn wieder freilassen oder dass er die Geschworenen für sich einnimmt, wenn er auf die Bibel schwört. Grimm macht sich zu viel Sorgen, sagt Freak. Alle machen sich zu viel Sorgen. Und am Ende behält Freak recht, was Killer Kane betrifft. Denn kurz bevor der Prozess beginnen soll, und als ich mir schon die Fingernägel bis zu den Knöcheln abgekaut habe, bekommt Grimm einen Anruf und noch am Telefon stößt er die Faust nach oben und ruft: Ja! Ja! Passiert war Folgendes. Killer Kane hatte sich schuldig bekannt und dafür muss er nun den Rest seiner ursprünglichen Strafe absitzen und dann noch einmal 10 weitere Jahre. Wenn er rauskommt, ist er ein alter Mann, sagt Grimm. Älter als ich jetzt bin. Eigentlich müsste ich jetzt rundum zufrieden sein. Aber stattdessen fühle ich mich seltsam unruhig und Grimm, der sich immer noch einbildet, alles zu wissen, sagt, dass ich mich wohl erstmal an den Gedanken gewöhnen muss. Der Mann ist ein Versehen der Natur, sagt er. Du hast von ihm nur das Aussehen und die Körpergröße, aber das Herz hast du von deiner Mutter, und das ist das Wichtigste. Aber ich werde den unheimlichen Gedanken nicht los. Was, wenn ich älter werde und mich auch als Versehen der Natur herausstelle? Eines Abends, kurz vor dem Schlafengehen, ertappt mich Grimm bei diesem Gedanken, und er setzt sich zu mir ans Fußende des Klappbetts und sagt: Wenn du erstmal erwachsen bist, wirst du das alles besser verstehen, Maxwell. Und jetzt schlaf gut und schlag dir die Flausen aus dem Kopf. Ich weiß, Grimm meint es gut, aber manchmal sagt er reichlich dummes Zeug. Denn genau davor habe ich ja Angst, erwachsen zu werden. Kapitel 22. Erinnerung ist nur ein Bild im Kopf. Der Frühling ist ausgebrochen, sagt Freak. Und wir auch. Es ist der letzte Schultag und wir nehmen den langen Weg nach Hause. Inzwischen trage ich ihn seit fast einem Jahr auf den Schultern. Wir nennen das hoch zu Ross gehen, und wenn wir auch damit die schöne Gwen keinen Wutanfall bekommt, in letzter Zeit keine gefährlichen Suchen mehr unternommen haben, hat Freak das Drachentöten noch nicht so ganz aufgegeben. Die Welt ist wirklich und wahrhaftig grün, sagt er. Erinnerst du dich, wie es damals in der Eiszeit war, als Gletscher die Erde bedeckten und Säbelzahntiger durch die frostigen Nächte streiften? Nein, sage ich. Wie soll ich mich daran erinnern? Da war ich ja noch gar nicht geboren. Stell dich nicht so dumm an, sagt er. Erinnerung ist nur ein Bild im Kopf. Ich sage, was soll das denn heißen? Dass du dich, wenn du willst, an alles erinnern kannst, ob es geschehen ist oder nicht. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, wie es in der Eiszeit war. Ich habe alles Mögliche zu erfinden versucht. Das Rad, die Zentralheizung, Kanalisation, aber die Neandertaler waren schon zufrieden, wenn sie ein Lagerfeuer und eine Pelzjacke hatten.
Wenn ihr annehmt, dass Freak gerade ein Buch über die Eiszeit gelesen hat, habt ihr recht. Er hat hinter jedem Busch einen Säbelzahntiger gesehen, nur dass die sich bis jetzt noch alle als streunende Katzen entpuppt haben. Das heißt, einmal war es ein Stinktier. Wie gut, dass ich so schnell laufen kann, denn sonst hätten wir in Tomatensaft baden müssen. Das ist nämlich die einzige Methode, den Gestank wieder loszuwerden. Die Elektrizität zu erfinden, das wäre ziemlich schwierig, sagt er, ohne Kupferdraht und Magnete. Aber den Kompass, den könnte ich erfinden. Man braucht ja bloß an der Nadel zu reiben. Dann könnten alle nach Süden gehen und von den Gletschern wegkommen. Als erstes musst du eine Zeitmaschine erfinden, sage ich, damit du dorthin zurückkehren kannst, um diesen Höhlenmenschen was von Kanalisationen vorzupredigen. Freak sagt, wenn man sich richtig zu erinnern weiß, braucht man keine Zeitmaschine. Ich jedenfalls werde mich immer daran erinnern, wie er das sagte und wie ich daraus schlau zu werden versuchte. 2 Tage nach dem Ende der Schule hat Freak Geburtstag. Die schöne Gwen hat bereits klargestellt, dass er keinen Flug mit dem Space Shuttle geschenkt bekommt. Zum 13. sollte man schon etwas ganz Besonderes bekommen, sagt er. Du könntest mich wenigstens auf die Warteliste eintragen lassen. Oder wie wäre es mit einem Linearbeschleuniger? Ein kleiner würde schon reichen, damit ich ein paar Atome spalten kann. Die schöne Gwen sagt, sieht so aus, als ob du ein unangenehmer Teenager werden würdest. Eigentlich gibt es an diesem Tag sogar 2 Geburtstage zu feiern, denn Freak der Starke ist fast genau 1 Jahr alt. Apropos Wunderkind, sagt Freak, 1 Jahr alt und schon auf dem Weg in die 9. Klasse. Die schöne Gwen verdreht immer die Augen, wenn wir so reden. Freak sagt, wir könnten nicht erwarten, dass sie das versteht, denn nur Freak der Starke selbst kann verstehen, was es bedeutet, Freak der Starke zu sein. Jedenfalls findet die Party nur im Kreis der Familie statt, weil Freak sich nicht zu sehr aufregen soll. Genauso gut könnte man verlangen, dass der Mond sich nicht um die Erde drehen soll. Vorheriges Jahr habe ich den Ornithopter bekommen, sagt er. Warum denn nicht dieses Jahr einen Helikopter? Einen echten natürlich, oder meinst du, ein Teenager gibt sich noch mit Spielzeug ab? Warum nicht ein Flugzeug, fragt Gwen. Cool, sagt Freak, ein Düsenjäger. In Wirklichkeit bekommt er, ich musste schwören, es ihm nicht zu verraten, einen neuen Computer, ein Modell, das er oft und sehnsüchtig in seinen Computerzeitschriften angestarrt hatte. Es ist mit einem Modem ausgestattet, sodass er, wenn er aus irgendwelchen Gründen zu Hause bleiben muss, sozusagen per Telefon zur Schule gehen kann. Wobei ich dann mit einem passenden Computer im Klassenzimmer sitzen würde. Die Sache hat nur einen Haken. Ich habe vom Computer keinen Schimmer. Das kannst du lernen, sagt die schöne Gwen. Kevin bringt es dir bei. Aber warum könnte er denn zu Hause bleiben müssen, frage ich sie. Wir sind in der Küche, sie und Graham machen Zuckerguss für den Kuchen und Freak hängt im Wohnzimmer rum und tut so, als ob er vorhat, für den Rest seines Lebens jeden Tag eine Party zu feiern. Vielleicht muss er ja nicht zu Hause bleiben, sagt die schöne Gwen, und sie und Graham tauschen heimlich einen kurzen Blick aus, wie Mütter es manchmal tun. Nur für alle Fälle, Max. Es könnte sein, dass er das mit dem Computer schon erraten hat, sage ich. Vielleicht hat er dich deswegen mit dem Space Shuttle und dem Düsenjäger so aufgezogen. Das würde mich nicht wundern, sagt die schöne Gwen. Man kann vor Kevin nichts geheim halten. Freak rührt das Essen kaum an. Er sagt, er will sich den Hunger für den Kuchen aufsparen. Schließlich sind wir mit dem Essen fertig, alle bis auf Grimm, der sich dauernd den Bauch reibt und schwärmerisch die Augen verdreht und der schönen Gwen erklärt, was für ein wunderbares Mahl sie aus Lachs und frischen Erbsen und jungen Kartoffeln zaubern könne, und er möchte noch ein kleines bisschen mehr, danke, bis schließlich Graham sich räuspert und ihn anlächelt und Grimm sich dafür entschuldigen muss, dass er so verfressen ist. Das Komische dabei ist, als der Kuchen endlich aufgetragen wird, bittet mich Freak, ich soll die Kerzen ausblasen, während er sich etwas wünscht, und dann rührt er sein Stück gar nicht an, sondern schiebt es bloß auf dem Teller herum. Ich nehme an, die Vorfreude auf den neuen Computer ist ihm auf den Magen geschlagen. Nicht, dass er sich anmerken lässt, dass es ihm nicht gut geht. Er benimmt sich so klug und aufgeräumt wie immer.
Ich hätte mir Ohrenstöpsel wünschen sollen, sagt er, nachdem wir Happy Birthday gesungen haben. Sieht lieber mal nach, ob die Gläser Sprünge gekriegt haben. Sei still, sagt die schöne Gwen, sonst singen wir noch eine Strophe. Als sie den Computer hereinbringt, wirkt er so erstaunt und glücklich, dass er vielleicht wirklich überrascht ist. Er will ihn sofort anschalten und uns vorführen, was für ein Genie er ist. Und da es nun einmal sein Geburtstag ist, müssen wir uns dazu setzen und ihn bewundern und erstaunlich und fantastisch rufen und Kevin, woher weißt du das alles nur und so weiter. Dann zeigt er Grimm, wie man 3D-Schach spielt. Mir wird schon vom Zusehen schwindelig und deshalb gehe ich nach einer Weile in die Küche und helfe beim Abwasch. Und darin bin ich ziemlich gut. Maxwell zerbricht nie etwas, sagt Graham. Dafür, dass er so groß ist, hat er eine sehr sichere Hand. Wir sind fast fertig mit Einräumen und wischen schon die Spüle ab, als wir nebenan Grimm rufen hören. Wir hören nur Kevin, wissen aber sofort, dass da was nicht stimmt. Wir laufen rüber und da liegt Freak auf dem Sessel. Er keucht und stöhnt in kurzen, schnellen Stößen und seine Augenlider flattern. Er hat einen Anfall, sagt Grimm. Ruft einen Krankenwagen. Die schöne Gwen ist schon am Telefon. Ich renne auf die Straße und winke und springe herum, damit sie wissen, wo sie halten sollen. Und zwischendurch renne ich immer wieder ins Haus, um zu sehen, was mit ihm los ist. Aber die schöne Gwen sagt, uns bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Tja, und was mit ihm los ist? Das erfährst du, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, beziehungsweise in diesem Fall eher lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, im nächsten Stream, im nächsten Stream, in der nächsten Aufnahme. Für heute wird es bei dieser Aufnahme bleiben. Ich muss auch erstmal meine Stimme ölen und ein bisschen beruhigen, weil das ist auch für mich nicht selbstverständlich, dass ich die ganze Zeit so sehr quatsche. Oder wer meine Streams kennt und meine Aufnahmen, der weiß auch, wovon ich rede. Deswegen belasse ich es auch heute dabei. Allerdings kommt morgen dann erstmal das Video und dann kommt morgen aber auch mein erster Stream für dieses Jahr. Also, mach's gut, bleib schön gesund, hab noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer du das hier gesehen oder vielmehr gehört hast. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich finde diese Geschichte immer wieder schön. Also, mach's gut, bleib schön gesund. Tschüssi!